Willkommen zu dieser Folge für Nüsse mit und Klaus. Wir entschuldigen uns bei unseren beiden Zuhörern, aber die Folge kommt ein bisschen später raus, weil wir beide unglaublich beschäftigte Leute sind. Ich höre mich nur links. Ja, also kommt die? Schaffen wir es nicht? Also kommt dann ja, halt spät ja, heute. Ja, später also wir sind das erstmal live, wir sind das erstmal am selben Tag, wie sie auch erscheint. Ich höre mich, glaube ich, nur raus. Egal. Hast du dreh mal am Kabel? Ich glaube nicht, dass es am... Das ist live. Jetzt bin ich links. Oh Gott. Oh, warte, da war ich. Warte, jetzt habe ich nicht richtig reingesteckt und jetzt bin ich auf beiden Seiten. Merke, nicht... Nee. Nicht richtig reinstecken wie Schwänze. Ja. Uiuiui. Ja, so ist das manchmal mit den alten Stereo-Steckern. Ist halt eine wackelige Technologie. Aber wir heißen alle neuen und alten Zuhörer herzlich willkommen hier bei Für Nüsse, Folge 23. Ja. Bald ist das große Jubiläum. Die 24. Ach, tut mir leid, ich habe schon wieder so eine Mail bekommen. Da werden wir uns bestimmt was ganz Besonderes ausdenken. Ja, das ist eine ideale Gelegenheit für tausende Zuschauerfragen. Genau. Endlich. Endlich. Oh. Ja, also wenn ihr Fragen habt, die wir in unserem Silber-Podcast-Jubiläum, ist 25 nicht Silber? Weiß ich nicht. Doch, silberne Hochzeit, 25 Jahre. Wenn du es sagst, Schatz. Goldene Hochzeit, 50 Jahre. Was immer du willst. Ja, ausgezeichnet. Ja, und bei Für Nüsse klären wir immer Fragen. Ach, du erklärst jetzt mal den Podcast am Anfang, das ist ja geil. Soll ich es am Ende erklären? Nein. Heute haben wir wieder eine Frage geklärt, wie in jeder Folge drückt von so ein Für Nüsse. Die Hitze auf dem Gehirn wahrscheinlich rum. Ah. Obwohl, heute geht's. Ich finde es hier ein bisschen, ja okay, hier ist auch keine Luft drin im Raum, aber... Ich hatte eben das Fenster auf Durchzug, aber das Problem ist, wenn ich das Fenster aufmache, dann hört man die ganze Zeit den Fahrstuhl rauf und runter gehen. Ah, ist ein Bauaufzug im Innenhof und der transportiert immer sehr wackelig irgendwelche Gegenstände in schwindelerregende Höhe. Nee, das ist total sicher. Ich habe auch lange nichts mehr aufs Fensterbrett bekommen. Das Gute ist, der Typ, der ihn gerade bedient hat, der steht immer so, dass im Ernstfall ihn auch nichts treffen kann. Hast du richtig gesehen? Das Ding fährt hoch, er geht einen Schritt zurück, und dann geht er so langsam nach links unter das Gerüst. Ja. Das heißt, wenn es runterknallt, dass er sagt, okay, dann muss es erst vom Boden mir ins Gesicht springen, bevor es mich verletzt. Und ich glaube, die Zeit hat man dann noch den Schritt zur Seite mit zu machen Sicherheit, für den Fall. Mit Sicherheit. Ja, ich meine, ich, bevor ich durch den Innenhof gehe, gucke ich auch immer, mache ich mir einen Kontrollblick nach oben, ob da wackeliges Holz liegt. Das habe ich schon gesehen. Der Klaus, wie er dann so langsam raus und dann wetzt er über den Innenhof, wenn er irgendwie Gefahr sieht. Ja, naja, es ist wie... Wie ein Stadtfuchs. Je schneller du über die Straße rüber bist, desto geringer ist die Chance, dass du getroffen wirst. Das Frogger-Prinzip. So. Ja, eben. Ja. Also, ne, das ist ja auch eine Kunst, Frogger schnell durchzuspielen und nicht langsam und strategisch. Ja, das ist ja auch langweilig. Ja. So wie ich Command & Conquer damals den ersten Teil mit Sandsäcken die gegnerische Basis zu und dann endlos viele... Wie heißen denn Mammutpanzer? Nee, das ganz normale Fußvolk sind einfach nur Grenadiers, ne? Nee, ich glaube, die Grenadiere waren schon die, die Granaten geworfen haben, tatsächlich. Ach so, okay. Ich glaube, ich nehme an, du redest von der GDI. Mhm. Ja. Ja, oder Nord. Also, ja, aber Nord hatte doch die mit Raketenwerfern. Nein, ich meine, aber die kleinste Einheit, die einfach mit MGs rumrennen. Mit dem, wie hießen die? Ich glaube, einfach Infanterist, oder? Okay, ich weiß es nicht. Ich finde, das waren ja im Deutschen auch Roboter. Was heißt im Deutschen? Im Amerikanischen waren es Menschen? Nee, Soldaten, ja klar. Das war nur im Dorf für die, weil das so unglaublich brutal ist, das Spiel. Das ist deutschen Gemütern nicht zuzumuten. Kommt auch ein neues raus. Fürs Handy. Echt jetzt? Das heißt, wenn du schon immer 99 Cent pro Stunde bezahlen wolltest, um Command & Conquer zu spielen, vielleicht um ein bisschen schneller zum Mammutpanzer zu kommen oder zum Obsidian. Obsidian, was war das? Ich weiß gar nicht, was das heißt, dieser Laserturm, ach, den der Obelisk. Nord hat. Obelisk, ja. Aber das war schon im zweiten Teil, oder nicht? Gab es da nicht im ersten Teil? Im zweiten Teil war das Vergangenheit, ne? Das war mit der Tesla-Spule im zweiten. Ja, wenn du es so siehst. Ja, also ich dachte jetzt, du meinst den. Tiberium-Konflikt. Ja, genau, ich dachte, du meinst mit zweiten Teil Tiberian Sun. Nein. Nein. Ja, Alarmstufe Rot war der zweite. Ne? Ja, genau, aber ich dachte jetzt, du meinst den zweiten Teil des GDI-Nord-Konflikts. Nee, nee, nee. Ja, gut, ne? Hallöchen. Tiberium, hallo!
Wir sind so im WM-Rausch, wir sind haben wir letztes Mal schon geklärt. Total. Fast hätte ich irgendwas drüber gelesen. Einen Nachtrag habe ich noch mitgekriegt, jetzt dieser Journalist. Aber wir sind doch nicht nachtragend. von WDR, der diesen Doping-Skandal aufgelegt hat. Skandal. Und dann kam auf die Liste der, was war das, ich glaube, unbeliebten Menschen. Meist mit Plutonium vergifteten. Jedenfalls diese Person, die nicht einreisen dürfen. Und der darf jetzt einreisen. Ah. Der muss sich halt nur ein Interview vor Ort stellen, das mehrere Stunden mit Sicherheitskräften halt abläuft. Wo du auch denkst, was? Das wo ist, die alles machen können und man weiß so, was ja. die... Ich ja, weiß der, gar nicht, ob ich den Bock hätte. Der Russe macht doch nichts. Vielleicht sagt er auch, wieso? Ich habe einen Tee getrunken und dann weiß ich gar nichts mehr. Ein bisschen Sushi gegessen? Ich glaube, es ging so 5 Minuten. Ah. Seitdem habe ich so eine komische blinkende Beule am linken Knie, aber... Und ich habe 5 Meter hinter mir irgendwelche Leute in Anzügen, die grimmig gucken. Da darf man nicht so kritisch sein. Nee. Ja, muss man auch mal sagen. Finde ich auch. Wenn dann die WM eröffnet wird mit, ich glaube, Russland gegen Saudi-Arabien. Wer wohl letztens die ganze Zeit ausgepfiffen beim letzten Testspiel, wo Löw so abgedreht ist? Gündogan und Özil. Das ist so geil, weil sie, also ich meine, dass sie das total thematisiert, wo du letztes Mal auch meintest, oder als du letztes Mal meintest, das ist total diese... Mhm. Doppelmoral. Diese Doppelmoral, ja. Genau, dass man da halt sagt von wegen, ja, das kann man nicht machen, bla, weil ja, dann kann man, das Diktator ja, kann man in der einiges Türkei, nicht machen. Ja, und also, dann halt einfach die ganze WM zu akzeptieren in dem Land, was alle vorne und hinten dranhängen. Ja, und, sagen, in, und in 4 Jahren dann in Katar. Wo ja, halt auch, ich meine, es ist jetzt wirklich kein, es ist ja kein Geheimnis, dass da gerne mal Schmiergelder fließen bei der FIFA. Ja, ja? Aber dann, also ich meine, wie Katar an die WM gekommen ist, das kann man sich ja wirklich an 2 Fingern abzählen. Nee, ich meine, wir haben sie ja auch gekauft. Ja, aber ich meine, bei Deutschland sagst du ja nur, okay, verstehst du halt, warum Deutschland die WM bekommt. Oder Brasilien. Oder, also, ne, also ein Land, wegen Fußballnationen. Ja, ein Land, genau, in dem es Sinn macht, eine WM nicht zu veranstalten. So ja, aber ich meine, Katar, wo sie ja wirklich, wo die WM ja extra, weil das Wetter in Katar im Sommer so unerträglich ist, im Winter stattfindet. Hm. Ich meine, was das schon für ein Zugeständnis ist an die eigene Inkompetenz. Oder an die eigene Bestechlichkeit. Sag ich mal. Da waren die Wedding Planner Videos samt VHS ja. en masse vor Ort. Ich sag mal so, das ist eine Fernseh-VHS-Kombination und Wedding Planner steckt sogar schon. Oh. Zurückgespult. Da haben wir es einfach nur noch zu Hause einstecken. Die eine Mark gespart, die wir uns Strafe hätte zahlen müssen. Ja. Hast du eine Frage? Ja, ich hab eine Frage. So. Was für ein Vorlauf. Wir fangen an mit einer Scherzfrage. Ich kündige es schon mal an, weil der Scherz nicht besonders gut ist. Heute haben wir eine einfache Frage. Ja, wir klären, welche Weltreligion richtig liegt. Ja, ich würde sagen, die Milchtrinker, ne? Ja. Die ist ja, glaube ich, eins der 122 katholischen Versionen, die es in Amerika gibt. Und die basierend auf den Milchgenuss der Kuh. Beziehungsweise des Menschen vom Kuh. Vielleicht glauben sie auch, dass die Kuh es auch genießt. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ja. Ich habe es ja so ein bisschen mit dem Weltraumhummer. Ein riesiger Weltraumhummer, der die Welt geschaffen hat. Aber was war jetzt deine Frage nochmal? Welche Weltreligion richtig liegt? Ja, gut, aber da hast du jetzt ja gesagt, der Weltraumhummer, ist das jetzt eine Religion? Ja, na ja, sicher. Das kannst jetzt ja, du kannst ja, in den USA kannst du ja alles als Religion. Ja. Ist das jetzt schon die Scherzfrage? Das war die Scherzfrage, ja. Okay. Bombenscherz, wie du siehst. Nein, tatsächlich jetzt die echte Frage und ich habe sogar mal Sachen rausgesucht. Endlich. Wie halten wir es mit der Sharing Economy? Also die Sharing Economy, kurz als Einführung, ist halt, oder war zumindest mal so grob der Grundgedanke, dass zentral organisiert Menschen gewisse Güter, die sie haben, teilen. Das ist halt fortgeführt jetzt, dass gewisse Unternehmen gewisse Sachen, die vorher nicht zum Laien verfügbar waren, eben zum Laien verfügbar machen. Also gehören zum Beispiel Mobike oder Coop, aber auch Airbnb und Uber. Ja. So. Und das habe ich jetzt mal so in die Runde geworfen. Oder 100.000 andere Varianten. Genau, also ich meine, es ist natürlich so der Vorteil, was natürlich alle auch immer sagen, also Uber ist ein gutes Beispiel. Hast du Drive Now auch gesagt? Nee, habe ich nicht. Aber genau, Drive Now fällt auch darunter. Ja. Was auch alle City Car. Jetzt geht's los. Ist, dass es halt für den Endverbraucher günstiger ist. Also zum Beispiel am Beispiel von Uber, was es in Deutschland nicht gibt. Noch nicht.
Noch, genau, die machen nämlich gerade richtig Werbung für sich. Die kennst du, die Werbung mit dem schwangeren Paar, also die gerade aus dem Krankenhaus kommen. Ja, ja. Ja, also mal für alle, die es nicht kennen, das ist so ethnisch gemischtes Pärchen. Also so, wie man sich das von so einem internationalen Konzern wie Uber vorstellt, die zu ihrem Uber-Fahrer direkt aus dem Krankenhaus mit dem Kind in der Hand ins Fahrzeug steigen, dazu so ein pathetischer Text, so, ja, man weiß nie, was einem im Leben erwartet, aber für uns beginnt jetzt ein neues Kapitel, in das wir jetzt glücklich losfahren. So, und in Deutschland gibt es Uber noch nicht, obwohl Uber natürlich massiv Lobby dafür macht, weil hat Deutschland... Hat schon mal probiert anzufangen und genau, dann wurde es halt gerichtlich verboten. Ja, weil es in Deutschland... wegen Personen... Personenbeförderungsmonopol oder so ähnlich. Du brauchst einen Personenbeförderungsschein. Genau, Personenbeförderungsschein, Bus, genau. Bla, bla und genau, so. Und den haben halt nur Taxifahrer für Einzelfahrten. Ja. So, deswegen wäre in Deutschland... Beziehungsweise auch andere, die halt offiziell halt Menschen beruflich halt fahren und als Privatperson Gewerbe draus zu machen, ist dann halt schwierig. Genau. Deswegen gibt es da Mitfahrzentrale ja auch Regeln, dass man eigentlich keinen Profit dabei machen darf. Oh, da habe ich andere Sachen erlebt, ja. Ja, naja, ich glaube da... Jeder, der das schon mal genutzt hat. Ja, und ich meine, Uber war ja auch, meine ich, im Grundgedanken nur organisiert als eine Art Mitfahrzentrale. Ja. Als urbane Mitfahrzentrale, dass du gesagt hast, okay, wenn ich jetzt auf dem Weg zum Flughafen bin, warum soll ich mir ein Taxi nehmen, wenn gerade in dem Moment bei mir jemand losfährt? Ja, ja. Und ich mir die Fahrt aufteilen kann. Also prinzipiell halt eine super Idee. Aber natürlich arbeiten die Leute zu absolut prekären Löhnen. Also gerade in den USA ist der, ist gerade ein bisschen was im Innenhof kaputt gegangen, das haben wir vielleicht nicht so gut gehört. Gerade in den USA ist natürlich bei Uber das Problem, dass die Leute halt so wirklich zu Löhnen arbeiten, die nicht mal so für sich betrachtet dem Mindestlohn entsprechen. Meinst du jetzt die Verwaltung oder die Fahrer? Nein, die Leute, die Fahrer. Aber ich meine, das ist doch ein privates Ding und der sagt von wegen, yo, wenn ich, also eigentlich der Gedanke, ich fahre eh nach Buxtehude, willst du mit? So. Und nicht von wegen, ich muss jetzt losfahren, weil ich bin Uber-Fahrer geworden. So. Aber dazu ist es ja geworden. Ja, ja. Das ist ja das Problem, dass in den USA und in England auch, das ist auch schon synonym, die Leute nehmen sich kein Taxi mehr, sondern nimmst dir halt ein Uber. Ja. Und die Leute machen das beruflich. Zu einem katastrophalen Lohn, der halt also so gerade mal den Mindestlohn deckt, meistens noch drunter liegt, weil du machst es ja offiziell nur privat. Ja. Ich meine, was ja auch irgendwie an Wartungskosten für deine Karre und sowas und Benzin hast nicht gesehen, das ist ja alles inklusive und das wusste ich jetzt gar nicht, dass die halt das in Amerika halt das, aber es betrifft ja uns jetzt hier nicht. Die noch Thematik, nicht. Ja, aber ich meine, deine Frage bezog sich doch auf Deutschland, oder? Ja, nee, beziehungsweise oder? Was wir generell davon halten und ich glaube, dass Uber jetzt auch immer aggressiver versucht, den Vorstoß auf den deutschen Markt zu machen. Ja, aber da müssen die ja eine Gesetzesänderung irgendwie erzwingen. Oder halt irgendwie also eine Lücke daraus. Mit genügend Kleingeld. Ja. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch, dass die dann sagen von wegen, warum dürfen wir das nicht im lokalen Bereich, also bei Kurzstrecken, und wieso dürfen es andere bei Langstrecken? Genau. Also weil die haben ja auch keinen Personenbeförderungsschein und fahren dann halt, weiß nicht, im Dreier BMW mit 7 Leuten oder so. Also ich meine, ich habe halt echt schon gruselige Sachen damals erlebt während des Studiums, wo du da halt einen kleinen Twingo... Im Dreier BMW mit 7 Leuten? Nein, ich hatte aber so einen Twingo-Fahrt, wo halt eigentlich normalerweise 4 Leute reinpassen und wir waren zu 6 mit Hund. So. Zu 6 im Twingo? Ja. Einer heißt, auf der Mittelkonsole? Nee, es waren halt 2 vorne und 3 saßen hinten normal auf den Plätzen, ein Kind saß auf dem Schoß von einem und einer hatte ihren Hund zwischen den Beinen. So. Ja. Und dann sitzt er halt da mit 1,87 und... Schlägt der Twingo noch nicht auch schon Funken? Ja, du merkst halt, dass der ab 120 fängt an zu wackeln, ja, weil die Achse halt einfach das Gewicht nicht trägt. So. Und dann fährt er halt unrund und hat sich total gewundert und sonst was. Und ich hatte das damals mit meinem Sierra auch gehabt, dass ich den mal überladen habe. Und dann ist es auch passiert. Und dann habe ich halt gefragt und dann hieß von wegen, naja, bei einer Geschwindigkeit merkst du es erst. Du merkst es halt nicht in der Stadt, sondern da beschleunigt er schwerer und dann ist die Feder halt ein bisschen, aber dann merkst du es halt auf der Autobahn. Und dann meinst du, was ist hier los? Und dann meinst du, bist halt überladen. Das hat halt ein Maximalgewicht und ist jetzt nicht von wegen, sofern ich noch was reinstopfen kann in ein Auto, ist es halt noch nicht voll, sondern es hat Volumen, du musst anfangen, in Volumen zu denken. Und dieser lächerliche Kofferraum, der zum Glück halt auch schon halb voll war. Ja, das ja halt bei 6 Leuten kein Wunder. Ja.
Und dann halt vorne natürlich jemand seinen Rucksack so zwischen den Beinen, also so maximal halt ausgepeitscht. Mhm. Und das hast du dann halt auch nicht bei Studenten nur gehabt, die gesagt haben, hey, dann fahre ich umsonst, sondern halt auch bei echt irgendwelchen Geschäftsleuten, die dann halt in ihrem Audi und sonst was rumgefahren sind. Und dann hast du sichtlich halt, dass da Geld ist und der Gedanke ist von wegen, ja, ich habe keinen Bock, alleine zu fahren. Mhm. Aber die stopfen das halt, also jetzt nicht übertrieben, aber trotzdem jeden Platz voll, ja, und haben dann halt auch irgendwie 5 Leute drin. Und dann erzählt ihr dir halt auch ganz frei von wegen, ich fahre die Strecke hier runter, zahle nichts für den Sprit, weil ihr das ja zahlt und ich habe sogar noch ein bisschen Plus. Für einen Kaffee, ja, und einen Snack oder irgend sowas. So, also alles ist halt quasi, und sich dann so feiern dadurch, aber dass halt du auch voll oft bizarre oder angespannte Stimmung halt im Auto hast und nicht mal dieses freie, lustige Blablacar-Gefühl, ja, dass man sagt von wegen, hey, cool, und die Gespräche sind auch so nervig immer gleich gewesen. Immer von wegen, hey, was und, machst du? Und, wo kommst du jetzt her? Wo willst du hin? Was machst du beruflich? Oh, spannend, erzähl mal. Der jetzt, hat jetzt wieder einen fahren lassen. Ja, und ich muss mal Pippi, hey crazy, können wir auch nochmal eine Cola und sowas. Geil. Und dann, ja, oder geil auch, wenn du im Wagen sitzt und dann Leute sagen von wegen, ich halte nicht an. Aber wenn ihr pinkeln wollt, könnt ihr jetzt raus, wenn wir losfahren, ich halte nicht an, ich zieh durch. So. Und solche, also hast halt auch mal volle Ego-Fraggles, ja, oder die dann halt einfach Freisprecher in Richtung, irgendwer ruft an und die telefonieren dann halt so 10, 20, 30 Minuten. Das ist scheißegal, dass 4 Leute mithören und es wird so unangenehm und du denkst, Alter, oh, also ich hatte so oft Mitfahrten, nur ich, Mitfahrgelegenheiten und ich dachte, ich will hier raus. Und, und die Mitfahrzentrale bzw. Mitfahrgelegenheiten.de war ursprünglich ja auch so ein Ding von Studenten, das dann halt irgendwann BMW aufgekauft hat. Dann gab es halt alles mögliche kleine Nebenversionen. Die haben dann halt auch immer Großkonzerne aufgekauft. Und jetzt gibt es, glaube ich, nur noch Mitfahrzentralen, Mitfahrgelegenheiten und Blablacar. Und ich glaube, die drei gehören allen großen Konzernen. Also der Studentengedanke ist halt auch verpufft. Deswegen, also ich glaube, manche Sachen, die funktionieren super, so dieses Sharing-Ding, wenn halt keine Firma da leicht dahinter hängt, so wie die Drivey oder sowas, wo dann halt Leute Autos verleihen, die sie halt gerade nicht nutzen. Also der Gedanke, was ja halt dann auch irgendwie Richard David Precht, der halt gesagt hat, von wegen, dass die momentane Industrialisierung halt die, oder die jetzige aktuelle dazu führt, dass wir spätestens in 20 Jahren sich vehement auf den Straßen alles geändert hat, beziehungsweise im ganzen Berufsalltag, dass ca. 50% Jobs wegbrechen, die halt alle durch automatisierte Maschinen, sprich halt irgendwie autonomes Fahren und sowas ersetzt werden können. Und da ist es halt auch, dass er gesagt, grundlegend hat halt ein Auto normalerweise halt 90% am Tag Ruhezeiten. So. Mhm. Und das ist halt der Durchschnitt. Das ist halt total gruselig. Weil die Leute ja halt morgens irgendwie ihre halbe Stunde bis anderthalb Stunden zur Arbeit fahren, dann 8 Stunden stehen lassen, dann fahren sie halt zurück. Und eventuell fahren sie ja noch einkaufen oder am Wochenende machen. Also ich glaube, 90% ist noch echt gut geschätzt. Ja, aber ich meine also, generell ja, ich mein, so. Genau. Und darauf basiert halt Drivey, dass sie sagen, von wegen, mein Auto ist kein Statussymbol, sondern mein Auto ist ein funktionales Ding einfach nur und das können wir jetzt teilen. Und dann zahlst du halt einfach weniger natürlich, als wenn du irgendwie beim Leihwagenhändler dir das irgendwie holst. Und das Prinzip finde ich total super, weil da ist es halt selbst organisiert, gibt es halt eine kleine Zentrale, die dann halt so einen kleinen Bruchteil mitnimmt. Aber solange noch keine richtige Firma oder so ein Industriezweig dahinter hängt, dann vollkommen okay. Das gibt es ja halt sogar im Kleinen, was ich auch gut finde, sowas wie Werkzeug ausleihen. Weil wenn man sagt, wegen, aber davon gibt es ja irgendwie 3 Millionen verschiedene Apps, die was auch gerade so ein bisschen das Problem ist mit den Leihfahrrädern in Berlin. Ja, ich meine, an sich, das ist ja kein privates Ding und dennoch gibt es halt irgendwie gefühlte 10 oder 20 Anbieter. So, also, und das finde ich halt so krass, wie sich das hält, weil du meintest ja auch, bei dem Mobike und sowas, da sind dann halt irgendwelche Weil die Flotte erstmal ausstatten, scheiße viel investieren. Das kann auch, also du hast ja auch dann immer eine laufende Service-Infrastruktur, die du aufrechterhalten musst. Also die Server müssen ja immer online sein. Die Fahrzeuge müssen gewartet werden. Du kannst ja melden, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja. Dann müssen die aufgestellt werden zu verschiedenen Zeiten, dass die halt immer irgendwie gleichmäßig verfügbar sind. Ich bin mir sicher, da gibt es auch einen laufenden Dienst, der die immer verteilt auf die Stadt, dass du halt nicht sagst, okay, jetzt sind wieder alle irgendwo in Mitte gelandet, sondern die müssen halt dann auch wieder verteilt werden, dass du alle paar hundert Meter welche hast. Und durch diese vielen Anbieter hast du halt echt auch das Problem, dass dann irgendwie, ich nehme jetzt halt häufiger ein Mobike, und dass man halt hast du welche zum Schalten gekriegt? Oder immer ich versuche jetzt immer, wenn ich mehrere auf einer Stelle sehe, immer zu gucken, ob eins zum Schalten dabei ist. Achso, okay, du weißt jetzt, wie welche aussehen. Die haben immer einen orangen Korb. Die zum Schalten? Genau, aber nicht jedes mit orangen Korb ist automatisch zum Schalten. Okay. Die mit einem schwarzen Korb sind auf jeden Fall nicht zum Schalten. Die haben auch kleinere Reifen, glaube ich. Okay. Auf jeden Fall fühlen die sich wackeliger an. Ja.
was ich glaube... Das ist wahrscheinlich die erste Charge gewesen. Ja, genau. Die haben auch nicht keine Kette, sondern wie hieß das andere System? Kardanwelle. Ja, genau. Das geschlossene System, wo du halt einfach nichts warten musst. Was ja genau prinzipiell super ist, aber dadurch sind die halt extrem wackelig. Ja. Ja, und der Antrieb ist halt ein anderer, ne? Du kriegst halt nicht so einen geschmeidigen Schuss nach vorne, sondern es riecht... Puff, ja, was es halt noch mal wackeliger macht. Der einzige Vorteil daran ist, dass der Korb am Rahmen und nicht an der Lenkstange montiert ist. Dadurch bleibt der Korb immer geradeaus. Okay. Nee, Quatsch, andersrum. An der Lenkstelle? Nee, wie hasse ich es denn? Ne, du müsstest es hassen, wenn es am Rahmen ist. Weil wenn du jetzt nach links lenkst und das ganze Gewicht dir nach vorne zeigt, dann zeigt weiter voll... geradeaus. Genau. Also das ist auch nur so ein Orientierungsding, wenn du halt irgendwie so ein bisschen runterschaust und es gibt ja so ein paar Sachen, so, wo so Pöller oder so im Weg sind und du willst da irgendwie durch und deine einzige Orientierung zeigt geradeaus nach vorne, egal wie du einschlägst. Und dein Gehirn muss vertrauen, ne, ja, dass deine Lenkstange jetzt richtig ist. Ich meine, davor siehst du halt auch nicht so richtig, in welche Richtung der Reifen zeigt. Ja. Und dann sind die halt recht... Also da gibt es halt manchmal so Manöver, irgendwie heute auch, bin ich über die Falkensteinstraße gefahren. Und dann bin ich halt mal kurz abgestiegen, um mich zwischen... Da war ein Auto, das parkte. Ja. Auf der anderen Seite fuhr jemand dran vorbei. Ja. Und davor war ein Möbeltransporter. Und ich dachte, es ist mir so heikel, da durchzufahren. Ja, ich kurz abgestiegen, hab's die 10 Meter geschoben. Also ich habe es ihm halt null vertraut, irgendwie wie breit es ist. Der Korb macht es halt auch nochmal ein bisschen breiter vorne. Ja. Ja, genau. Aber ich meine, um nochmal auf den Aspekt so mit den Unternehmen zurückzukommen, weil ich meine, das muss sich ja früher oder später konsolidieren, der Markt. Also es kann ja nicht sein, weil ich glaube nicht, dass die Marge da so groß ist mit diesen Leihfahrrädern. Ja. Und in einigen Städten ist es ja sogar eine städtische Sache. Ja. Also in Wien und in London zum Beispiel. Ja, ich meine, es gibt ja auch immer überall noch lokale Dinger, lokale Anbieter. Also das ist allein bei diesen Leihautos-Dinger gibt es ja halt auch in Hamburg und Berlin, in Hannover und sowas weiß ich, und mit Sicherheit auch in Köln und München überall immer noch so eine lokalen Dinger. Das ist halt nochmal City Car Hannover oder sowas gibt's, und das gibt es halt nicht als Firma irgendwie nochmal als Hamburger Modell, sondern da ist eine andere Firma, die das macht. Und ich denke, das gibt es mit den Fahrrädern auch. Und bei den Mitfahrgelegenheiten, beziehungsweise als diese Bus-Action rauskam, das ist halt dann irgendwie Busreisen-Dings. Ja. Und da gab es ja dann halt auch von der Post einen Deutsche Bahn-Bus halt auch und ADAC-Bus und so. Und da war es halt auch klar, dass halt irgendwie alle rausspringen. Und dann irgendwann hat es sich selbstverständlich halt reduziert, ich glaube, auf zwei Anbieter was mittlerweile. Was für ein Armutszeugnis ist das, wenn die Deutsche Bahn einen Busservice bereitstellt. Ja. Die ja eigentlich einfach nur sagen müssen, wir könnten die Leute doch einfach günstiger dann mit der Bahn schicken. Also bei der Post fand ich es lustig, weil das hatte so einen Postkutschen-Charakter. Ja, ja. Unsere großen... Das wäre auch super, wenn es dann wirklich ein DHL-Transporter ist, wo sie in der Mitte so eine Sitzreihe eingebaut haben. Naja, ich weiß noch nicht mal, ob sie es genutzt haben. Ich würde sagen sogar nicht, weil eigentlich wäre es klug, wenn sie sagen, okay, wir fahren regelmäßig und die Kofferraum, und sie sind ja nie voll. Also wirklich wie die Postkutsche. Genau, dass sie sagen von wegen, hinten ist halt alles voll mit Paketen und Briefen, die da hin müssen. So, und das ist schneller als sowas. Aber das hätte wahrscheinlich rechtlich wie ein Problem. Aber dass sie es halt einfach doppelt nutzen, so, das wäre okay. Und das wurde ja halt dann auch alles reduziert. Und mittlerweile ist ja halt, wer ist der Marktführer da? Flixbus wahrscheinlich. Ich glaube, Flixbus. Ja. Die haben halt alle möglichen aufgekauft. Und das muss bei den Fahrrädern auch passieren. Weil das ist ja so ein momentaner Boom, würde ich sagen, so ein, zwei Jahre gerade, dieses Fahrradding. Und das wird genauso auch dann in ein, zwei Jahren sich reduzieren, dass in Berlin so zwei große Anbieter da stehen. Ja, ich meine, wie gesagt, anders geht es ja. Ich meine, das ist halt auch... Das führt ja auch den Gedanken ad absurdum, dass es halt irgendwie noch verbraucherfreundlich ist. Yeah. Weil auf dem Weg zu, du bist ja auch bei Mobike registriert. Genau. Und auf dem Weg dahin, wenn du immer denkst, so, ja, okay, in der Ecke steht halt wieder so ein OFO. Was ist also das nochmal? Das sind die gelben. Aber das sind keine Elektro. Elektronisch sind, glaube ich, nur die Lime-Dinger. Okay. Die halt so limettengrün sind. Hast du die mal probiert? Nee. Ich bin die allerersten zum Beispiel, aber, die ich kannte, waren halt Lidl-Dinger. Genau, also beziehungsweise so Lidl Deutsche Bahn. Genau, die jetzt mit Lidl kooperieren oder Werbung drauf klatschen oder so. Ja, was ja auch, also für Lidl halt eine super Image-Kampagne. Ja, voll. Davor auch, also die Deutsche Bahn hat damit ja angefangen, dass man musste die halt so im Dunstkreis eines Bahnhofs abstellen. Ja. Was ja schon mal ein guter Anfang war, weil eigentlich willst du ja nicht weiter als bis zum nächsten U- oder S-Bahnhof. Das finde ich auch total bescheuert, weil also Deutsche Bahn ja immer diesen Umweltcharakter damit versucht zu präsentieren. Gleichzeitig gehört denen ja aber auch irgendwie Flexcar oder irgendwas irgendwas mit X, Flix, Flax, Flux oder so. Und das ist halt auch total bescheuert, dass sie sagen, ja, wenn du dann halt vor Ort bist, dann nutz mal und denkst, hallo, dann kooperiert doch einfach mit euren öffentlichen Nahverkehr. So, da habt ihr doch immer Kooperationen. Ja. Da solltet ihr dann vielleicht noch ein paar geilere Angebote machen, dass du nicht sagst von wegen, ja,
also ich glaube, dieses individuelle Ticket würde vielleicht auch funktionieren, dass du nicht sagst, von wegen, weil es jetzt alles oder beziehungsweise digital halt alles erhältlich ist, und dass du nicht sagst, ich brauche ein ABC-Ticket, sondern von wegen, wie viele Stationen fahre ich effektiv, so dass du es einfach angeben kannst in deiner App, und dann sagt er dir von wegen, okay, wir machen dir einen anderen Preis. Ja, so, wäre ja theoretisch auch kein Problem, dass du es wie in England, wenn du in die Tube steigst, mit so einer kontaktlosen Karte machst. Ja. Da gibt es ja an jeder Station immer Drehkreuze. Ja. Und dass du das halt hier auch hast, dann legst du mal den Kontakt auf, oder ich meine, jedes moderne... Der weiß, wo du rein oder wo du rausgehst, und rechnet dann ab. So ist das System in England nicht, aber du machst es da mit der Monatskarte oder mit der Tageskarte theoretisch so. Ja. Aber du könntest das natürlich auch andersrum denken. Dass du es halt immer machst, und am Ende des Monats wird halt abgerechnet, was der günstigste Tarif für dich ist. Ja, oder so. Also hat er halt irgendwie, hast du 5 Tageskarten verbraucht oder bist du 20 Mal unterwegs gewesen, und das ist eine Umweltkarte. Ja. Ist ja alles möglich. Wir leben ja in einem technologischen Zeitalter. Ja, und ich meine, wie gesagt, du kannst es ja auf dem Smartphone machen. Du bist ja nicht auf diese kontaktlose Karte angewiesen. Ja. Alles denkbare Optionen. Ja, so ein bisschen funktioniert halt Emmy. Die sagen halt immer, es ist nicht wie bei Coop, die sagen von wegen, erste halbe Stunde kostet halt 3 €, egal was du machst, ob du stehst, ob du fährst, ob du parkst. Sondern die sagen halt, das ist bei uns Kilometer- oder zeitabhängig, und zum Schluss rechnen wir ab, was günstiger wäre, und das zahlst du dann. So, und da sind dann halt auch kürzere Strecken interessant, was bei Coop halt einfach nicht der Fall ist. So, also ich bin ja bei beiden registriert. Mhm. Da glaube ich zum Beispiel auch, dass sich da kein Dritter reindrücken wird. Da wird kein dritter E-Roller-Anbieter sich reindrücken, weil Coop ist halt einfach sehr, sehr groß international und Emmy wird halt einfach deutschlandweit zu groß. Die haben angefangen mit... ich glaube, Berlin angefangen und sind in Hamburg. Mittlerweile sind die halt irgendwo im Ruhrpott auch und machen sich gerade München breit. Mhm. Und somit nehmen sie halt den deutschen Markt halt einfach viel mehr auf als Coop. Weil Coop sagt von wegen, okay, wir machen nur internationale Städte, so wie in Paris haben sie angefangen, sind sie Berlin. Wahrscheinlich sind es noch Madrid, Mailand, keine Ahnung. Ja, aber ich meine, das funktioniert halt im Sommer krass. Also die stehen überall und werden halt gut genutzt. Blöd ist halt bei Coop, die haben immer noch die Sache, einen Helm drinne. Das ist dann halt gerne mal, auch schon tausendmal erzählt die Geschichte, dass halt irgendwie Pärchen auf dem Roller... Die Sicherheitswollmütze. Genau, von der Polizei festgehalten werden, angehalten werden. Und dann hat halt irgendwie die Beifahrerin hat dann halt den Helm aufgekriegt, der Fahrer hat dann Käppi. Und dann... wir wechseln an jeder Kreuzung. Genau. Habe ich einmal mitgekriegt, wie der Polizist sagt, ja, was ist hier der Fehler? Und ja, es war ja nur ein Helm drin. Und er sagt, ach so, na dann weiterfahren. Ah, weiterfahren, echt? Sir. Genau, dann meint er, weiterfahren. Echt? Er meint, nein, absteigen, fahrt es zu Ende. aber. Und dann denkst du auch so, also, so ein Schwachsinn. Naja, aber... was mir eingefallen ist mit dieser Zusammenschluss, ne, dass die Firmen ja dann irgendwann wird dann Marktführer, oder es gibt dann halt zwei und die saugen dann halt das alles auf. Es gab da vor einem halben Jahr dieses Gespräch, oder ich weiß nicht, ob das schon durch ist, das Car2Go auch mit DriveNow, also die beiden größten, jedenfalls hier, Stadt-Car-Anbieter oder sowas, Sharing-Dinger, dass die halt auch fusionieren wollen. So. Und da habe ich gesagt, klar, irgendwann ist es halt ja auch logisch, so, weil... Also ich meine, ich glaube, am meisten war dann halt Car2Go, aber halt DriveNow hat dann immer so die interessanteren Modelle wahrscheinlich. DriveNow ist das von BMW, oder? Genau. Okay. Da fährst du halt dann die entweder diese E-Variante, also das ist halt auch ein reines E-Modell, oder ganz normale, ich glaube, das sind dann irgendwie die neuen Dreier, und du hast halt auch die Minis. Du fährst halt Mini, geschlossen und Cabrio, das ist dann auch für viele interessant bei DriveNow, dass sie sagen, ich kann bei Cabrio fahren. Und bei Car2Go sind es halt einfach nur Smarts. So. Dass und Mercedes. Ja, ich meine, aber das gehört ja, das ist Smart. Ja, klar. So. Ich muss sagen, das finde ich dann immer am interessantesten, wenn sie halt sagen, okay, wir nehmen dann oder pushen halt gerade damit E-Modelle. Ja. Weil das halt eigentlich sinnvoll ist, weil die für viele Verbraucher A, noch zu teuer sind, B, der Diesel ist einfach zu sauber. Machen wir uns nichts vor. Ja, das stimmt. Der reinigt ja auf die Luft. Außer für einige Straßenzüge. Das ist ja auch so geil, wenn sie sagen, aber die Tests sind einwandfrei. Ja, also da hat sich kein Affe beschwert, nachdem er wieder atmen konnte. Das fand ich auch in München, in Hamburg so geil, als sie angefangen haben mit diesen lächerlichen Straßensperren jetzt für, also Dieselverbote. Als Ansatz finde ich das ja nicht verkehrt, wenn es halt an Beginn ist. Ja. Aber nicht, wenn sie sagen, von wegen, wir haben Dieselverbote. Nein, ihr habt Dieselverbote in 2, 3 Straßenzügen. Die einfach umfahren werden. Genau, und dann war die Erklärung, also die Belastung auf den Straßen in diesem Bereich waren so hoch, dass wir uns überlegt haben, wenn wir die sperren, dann ist die Belastung in ganz Hamburg irgendwann gleich stark. Und da meinte, dann sind halt alle Hamburger dann betroffen von dem Feinstaub, die Dieselfahrzeuge in der Absitz. Könnte man so sehen. Ja, Applaus für den Feinstaub und Abgase sind ja auch ein sehr lokales Phänomen.
Ja, also ist ja auch so ein Trendding. Irgendwie ja, ist Feinstaub bei irgendwann. Feinstaub, Gluten und so. Ja. Also, Glyphosat, ja, Acrylamid. Das ist das Ebola unserer Zeit. Das verschwindet ja auch. Ja, ist nicht schlimmer als eine Grippe eigentlich, bei der man ein bisschen aus den Augen blutet. Also Milch trinken, dann ist auch irgendwann gut. Ja. Die Milchtrinker. Kuhmilch. Genau, aber also wenn sie halt wirklich dann das gezielt nutzen, um ein bisschen Fortschritt voranzutreiben, um E-Modelle zu pushen und halt wirklich die Städte auch ein bisschen sauberer zu machen und den Leuten halt einfach, auch manchmal muss den Leuten halt oftmals einfach in den Arsch treten. Aber E-Modelle pushen, lustiger Funfact, es gab halt ein reines E-Sharing-Car-Ding-Modell hier in Berlin, das hieß Multi-City-Car, Zusammenschluss von Deutsche Bahn und Citroën. Ja. Deutsche Bahn hat sie schon überall probiert. Das wurde eingestellt, weil es zu wenig E-Tankstellen gab und die Fahrzeuge mussten halt zu oft abgeholt werden und auf an Transportern, was halt unheimliche Emissionskosten halt verursacht hat, weil dann kam dann halt einfach Abschlepper Paschulke und zog dann halt vier E-Modelle dann halt von Multicity-Car halt zur Tankstelle. Aber das erhöht natürlich auch die Reichweite der E-Modelle. Ich gedacht, wie traurig ist das denn? Also ich fand das Prinzip so geil, ich wollte die Dinger auch mal fahren, einfach nur fahren, weil ich dachte, so ein reines E-Modell und ich fand die halt auch ganz geräumig, die waren jetzt nicht besonders hübsch wie jetzt diese ein bisschen futuristisch wirkende E-Modelle da von BMW, aber das wurde eingestellt und dann immer die ganze Zeit hier... aber das ist halt auch... Das ist so traurig. Das, wenn halt die Unternehmen so das Gottvertrauen haben, die Bundesregierung wird sich schon irgendwie um die Infrastruktur kümmern. Ja. Und es gibt ja, die Bundesregierung versucht das ja mit dem gleichen Enthusiasmus, mit dem der Netzausbau in Deutschland vorangeht. Wir sind bald so schnell wie Tallinn. Oh meine Güte. Hast du das neulich mit dem Spiegel gelesen, glaube ich, mit der Sascha Lobo-Kolumne? Boah, Sascha Lobo. Ich kann ihn auch nicht leiden. Aber das Spiegel ist, nicht hören. Halt, wo es halt darum ging, Entschuldigung, das war schon wieder ein Mail. Aber ich möchte mich, wir klingen mal, als ob wir einen kurzen Schlaganfall haben, wenn einer von uns redet und das passiert. 1, 2, 5. Wo es halt darum ging, das Glasfaserkabel müsste halt in die Häuser gehen, um wirklich schnelles Internet zu ermöglichen. Aber stattdessen maximieren sie die Leistung der Kupferleitungen. Ja. Das wird Vectoring genannt. Und das hat nur einen entscheidenden Nachteil. Um die beste Geschwindigkeit aus den Kupferleitungen rauszuholen, musst du de facto ein Monopol schaffen, weil da darf nur ein Anbieter darauf zugreifen, was in dem Fall die Telekom ist, die zu einem Drittel dem Staat gehört. Okay. Das ist natürlich ein super Deal, wenn die Leute das verstehe ich aber nicht, warum. Die Regeln machen. Ja, das meinte er dann auch. Keiner versteht, genau, die halt alle sich durchschießen. Warum ist es ein staatliches Unternehmen und kein ganz privates, sondern halt so halb. So, er sitzt so wirklich zwischen den Stühlen und du hast immer die Sache, das ist wieder Rundfunkrat. Ja, also ein absoluter Wahnsinn. Und dementsprechend, weil das halt so staatlich gefördert wird und dann gesagt wird, wir holen das meiste aus den Kupferleitungen raus, ist es natürlich für die anderen auch absoluter Wahnsinn, Glasfaserkabel zu legen in die Häuser. Also es ist halt eh Schwachsinn, weil diese Idee der Kupferleitung zu nutzen, nicht nur Strom durchzujagen, sondern parallel Strom und Daten, ist halt auch schon 10 Jahre alt oder so. Aber dann zu sagen, wir können uns halt irgendwie Strom teilen mit allen, also es gibt da Millionen, hunderttausend, keine Ahnung, wie viele Stromanbieter, wir können uns halt Telefonleitungen leihen. Und das war ja schon komplex, als das Telekom dann irgendwie aufgedröselt hat. Die Regel der letzten Meile, oder wie es hieß? Die Regel der letzten Meile? Dass die letzte Meile immer der Telekom gehörte? Ach so. Irgendwie so hieß es. Also ich weiß halt, dass ich habe bei der Tochtergesellschaft von Telekom damals gelernt und da ging es halt los, Ende der 90er, die ganzen Kollokationsräume hießen. Das waren dann halt vor Ort bei Telekom, wo quasi jeder Anbieter einen eigenen Raum hatte, um halt direkt sich ins Netz speisen zu können da. Aber das hat war ein bisschen aufwendig, aber das hat dann auch funktioniert. Somit gab es am Anfang ja auch super viele Telefonanbieter, was sich jetzt auch reduziert hat auf, keine Ahnung, 3, 4 Marktführer. Eigentlich nur 3, Also ich meine, eigentlich sind es ja nur die Telekom, Vodafone und O2 E+. Und ich meine, wenn du überlegst, die ganzen Handyanbieter, die halt auch sich reduzieren auf 4 und trotzdem alle gemeinsam natürlich ihre Funkmasten nutzen und nicht sagen von wegen, ich habe super Netz hier, sondern im Endeffekt ist es ja auch das D1, D2 und alle miteinander halt mehr oder weniger halt das Netz zu nutzen. Und dann zu sagen, aber D2. Wenn, Mann ist Mann Mobilfunk. Der ist voll dabei oder so. Und wenn du jetzt dann irgendwie sagst, von wegen, wenn wir jetzt endlich diese Idee, die schon 1000 Jahre alt ist, Daten durch Kupferleitung, weil die überall drin sind, und die sind trotzdem nicht so schnell wie Glasfaser. Selbst im idealsten Fall sind die nicht so schnell wie eine Glasfaserleitung. Ich meine, was ja auch hier Deutschland-Kabel oder Deutschland-Dings
die hier mit, wer hat die aufgekauft? Vodafone. Kabel Deutschland, genau. Ja. Und die nutzen ja dieses alte Koaxialkabel. Ja. Und die machen ja Monstergeschwindigkeiten, weil das halt einfach nicht mehr genutzt wird. Das hast du halt auch im irgendwelchen, zum Beispiel, ich habe eine Koaxialleitung, um ab und zu Wetten, das anzugucken oder so, weiß ich, wenn es läuft. Ah, nee, gibt es ja nicht mehr. Aber ich meine, generell ist das halt auch eine super Idee. Aber da schreit ja auch keiner auf, von wegen, wenn da andere rein wollen, dann müsste halt, geht's nicht, weil ein Monopol, aber diese Monopolsache ist ja wohl, das ist, also es gibt ja auch gar keine Begründung, oder? Nee, die Begründung ist halt, es wurde bundespolitisch so beschlossen, weil es halt erstmal schneller wirkt, wenn jetzt halt die Kupferkabel maximiert werden. Also dann hast du nicht das Gefühl, und der Deutsche versteht es besser, wenn es heißt, ja, es gibt einen, der euch das gibt. Ja, die Telekom, die kennen wir schon. Die lustigen Jungs im Magenta. Genau, und so analog zu diesem Desaster ist ja auch so ein bisschen die E-Infrastruktur, was Ladestationen angeht. Die Bundesregierung sagt ja auch dann so, Jana, wir geben euch so einen hier, 10.000 KfW-Kredit. Oder so, wenn ihr bei euch vor dem Unternehmen eine E-Ladestation hinbaut. Ja. Aber es sind halt einfach Sachen, wo dann die Bundesregierung auch einfach das selber unterstützen, also selber angehen muss, was die Infrastruktur angeht. Ja. Ich meine, Ampeln werden ja auch von den Landes- und Bundesregierungen gestellt. Sagen sie auch nicht, ja, also wenn hier sich das Konglomerat Kreuzung Warschauer Straße, Stralauer Allee zusammentut, dann geben wir euch 10.000 Euro für die Ampeln dazu. Sondern die werden halt einfach aufgestellt. Und das wäre vielleicht mal eine ganz sinnvolle Idee, dass bei solchen Projekten wieder E-Infrastruktur aufzumachen. Es gibt ja schon eine Idee, beziehungsweise es gibt es ja schon im Kleinen, zum Beispiel wie Ladestation von deiner E-Zahnbürste oder sowas, dass halt durch Induktionsstrom du es einfach nur irgendwie draufstellst, zu sagen, von wegen, dass ja halt neueste E-Fahrzeuge halt an jeder Induktionsschleife einer Ampel halt leicht geladen werden können und somit halt über den Tag verteilt, nicht 100%, aber irgendwie, weiß nicht, 50 weniger oder so. Ladung verlieren. Einfach. Genau, ja. Einfach nur die ganze Zeit immer aufrechterhalten. Und dass sie sagen, ja, um halt einfach dieses Problem einzudämmen, weil es ist halt echt peinlich, dass man einerseits sagen, von wegen, wir wollen halt dieses E-Ding so nach vorne schießen, andererseits dann sagen, aber wir geben keine Ladestation. Und die meisten möglichen Stationen sind ja auch so pillepalle einfach. Mhm. Also als ich hier vor einem Jahr oder knapp einem Jahr dafür Smart dieses Ding gedreht habe, da haben sie halt auch irgendwie so ein Smart E-Modell vorgestellt und haben halt gesagt, automatisch, wenn du es kriegst, dann kriegst du halt gleich deine komische Tankstelle, also deine E-Ladestation für, wenn du ein Haus hast, irgendwie an der Hauswand zu genagelt, dass es da wo du wahrscheinlich wird. Auch nur Starkstrom brauchst? Oder? Genau, wird halt einfach die CE-Leitung aus dem Keller genommen, wo dann halt der nicht Herd 230, genau, sondern 340 dran und dann, also dass du eine Schnellladestation hast. Du kannst es halt auch mit deinen 230 laden, aber allein dieses Wissen, wo du denkst, und das hat eigentlich jedes Gebäude, hat halt diese Starkstrom, beziehungsweise Starkstrom ist ja nicht, aber diese 340 Volt so. Und dann ist es halt einfach, also was Tankstellen, wie lange brauchst du halt, um diese unterirdischen Tanks zu haben und befüllen und bla bla bla. Oder du sagst halt so eine kleine Pimmelsäule. Ja. Also könntest du jede zweite Litfaßsäule, wo Licht dran ist, weil LEDs da lang fliegen, könntest du halt gleichzeitig auch noch so eine kleine Säule, die nicht höher ist als mein Knie. Oder wahrscheinlich von der Ampel abzwacken. Ja, also genau, also die Leitungen sind ja alle da. Und dann zu sagen, na, das geht ja nicht, wer soll denn das zahlen? Ja, die scheiß Hersteller und dann vielleicht ein bisschen subventioniert vom Bund oder sowas, weil die ja alles subventionieren. Oder wir nehmen die 15 Euro Strafe, die Automobilkonzerne für den Dieselskandal zusammenzahlen und stecken die in den E-Ausbau. Habe ich heute auch wieder was Schönes zugelesen mit dem Mercedes Vito. Meine Güte. Vito? Oder Viano. Vito ist ja schon ein bisschen älter. Ich glaube, es war der Viano dann wahrscheinlich. Die auch, meine Güte, ne? Aber nur weil der im Test jetzt besser abgeschnitten hat als im Verkehr, heißt es ja nicht, dass er im normalen Verkehr so schlecht abschneidet, dass er in eine andere Fahrzeugklasse kommt. Das ist ja ein Trugschluss. Hat ein bisschen geschummelt im Test, aber das heißt ja nicht automatisch, dass er dumm ist. Das machen die anderen auch. Eben, die haben auch keine Strafe bezahlt. Ja. Darauf muss man sich eigentlich berufen, die haben auch keine Strafe bezahlt. So. Was für tolle Sharing-Modelle gibt es denn? Ja, pass auf. Was war denn nochmal die ursprüngliche Frage? Was wir davon halten, von Sharing. Ja, so, pass auf, dann kommen wir jetzt noch zum Darth Vader der Sharing-Modelle, Airbnb. Echt? Also weil der so viel Umsatz macht oder was? Nicht, weil die so viel Umsatz machen, sondern weil die, das wird ja häufiger vorgeworfen und wie ich finde auch zu Recht, einfach dafür sorgen, dass die Städte unbezahlbar werden. Naja. Weil Leute, und die Statistik, die ich vorhin gesehen habe, also normalerweise Airbnb ist ja einfach so gedacht, okay, du bist weg, du stellst deine Wohnung bei Airbnb rein und holst dir eigentlich die Miete wieder.
die du in der Zeit verlierst, plus vielleicht ein bisschen die Geld. Die coole, hippe Leute. Genau, die ne, durch oder wie die FDP sagt, wie sie bei dem, ich war ja bei dem Bürgergespräch da zur letzten Senatswahl oder Abgeordnetenhauswahl, wie die FDP sagt, damit wir auch hochklassige Touristen in die Städte bekommen. Weil dieses ganze, ja, dieses ganze Proletarierpack, die schlafen ja im Hostel oder im Hotel. Ja. Aber hochklassige Touristen, also mit hochgestecktem Polokragen, ja, die kommen die, wieder. Genau, die gehen in eine Airbnb-Wohnung. Ja. Ja. So, und die brauchen wir ja. Das ja, braucht die Fall. Wirtschaft. Leute, ja. Ich meine, wer sonst geht in den Lacoste-Flagship-Store am Kurfürstendamm? Es gibt einen Lacoste-Flagship-Store. Habe ich jetzt mal so. Ich bin in einer halben Stunde da. Ad hoc improvisiert, aber ich glaube, da liege ich nicht ganz falsch. Wir sehen uns da bei heißem Hummer. Hm. Genau, dazwischen so ein bisschen Kuchen mit Goldplättchen aus dem KDW. Oh, endlich mal essen wie normale Menschen. Ja, ja. Naja, genau, so war es ja eigentlich gedacht, dass du das da so ein bisschen Geld rausholst. Und die Stadt sieht es natürlich verständlicherweise gar nicht gerne, wenn die Leute aus ihren Wohnungen Ferienwohnungen machen. Weil das Problem ist natürlich genau wie bei Uber, dass halt aus dem Modell, ich nehme jemanden mit, weil ich eh unterwegs bin, beziehungsweise hier, ich lasse jemanden bei mir wohnen, weil ich eh weg bin, einfach wird, ich mache aus meiner Wohnung eine Ferienwohnung. Ja. Und 10% aller Leute hat so eine Datenkrake ergeben, eine Datenuntersuchung, wenn ich schon gesucht habe. Dann aber hier. Dann aber, richtig. Wo für Erwachsene. Ich denn hier auf welcher YouPorn-Seite gelandet? Zwischendurch atme ich ein bisschen. Kürzlich vorgenommene Datenuntersuchung hat ergeben, dass... Daten was? Eine kürzlich vorgenommene Datenuntersuchung hat ergeben, dass 10% aller Nutzer mehr als eine Wohnung reingestellt haben. In Berlin. Also es geht wohlgemerkt hier nur um Berlin. Und einige davon bis zu 40. So, also Unternehmen halt. Ja, genau. Und also ein Hotel. Ja. Eigentlich ein Hotel, was über die Stadt verteilt ist. So, und dann hat Berlin tatsächlich noch das Problem, weil es auf die 12 Bezirke verteilt ist. Wenn du die 40 in einem Bezirk hast, hast du ein Problem. Wenn du die über die Bezirke verteilt hast, weil die sich hier alle ständig mit ihrer Rechtsprechung gegenseitig unter die Vorhaut greifen, kommst du bei ziemlicher Sicherheit. Außen beschnitten. Außer sie sind beschnitten, ja. Wir wollten ja keine beschnittenen Beamten diskriminieren. Ja. Dann kommst du mit ziemlicher Sicherheit damit durch. Und bis zu 40. Also das ist wirklich ein über die Stadt verteiltes Hotel. Und ich wage zu behaupten, das, was die Leute dann einnehmen, die 40 Wohnungen besitzen, in Berlin verteilt, wird zu 0% versteuert. Mhm. Weil das bei Airbnb lässt sich das wahrscheinlich sehr gut verschleiern. Aber ich dachte, das wäre irgendwann so komplex gewesen, dass sie gesagt haben, von wegen hier, das dürft ihr nicht mehr machen. Finanzamt, ihr kriegt böse Strafen und sowas. Und du darfst es nur noch machen, wenn du, wie ist das, wenn du komplett weg bist oder wenn du auch anwesend bist? Wie ist das? Ich glaube, wenn du komplett weg bist dann wahrscheinlich. Also ich meine, die haben ja neulich, haben sie es ja wieder ausgeweitet. Ich glaube, bis 6 Wochen darfst du deine Wohnung im Jahr vermieten. Einmalig, dachte ich. Oder im Jahr? Im Jahr, glaube ich. Okay. Ja. Also bist aber nur insgesamt. Mit Absprache des Vermieters auch offiziell, ja. Ne? Ja. Ja, das machst du doch, wenn du 40 Wohnungen hast, nicht mit dem Vermieter. Ne, ich glaub, außer du also bist ich glaube, wenn, der genau, wenn Besitzer also 40 der Wohnungen anmieten kannst du ja sowieso nicht. Ja, ja. Also ich meine, spätestens da wird das Finanzamt ja stutzig, wenn sie sehen, okay, du zahlst deine Zweitwohnsitzsteuer für 39 Wohnungen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Also wenn, dann sind es ja wahrscheinlich eher irgendwelche Unternehmen oder Investoren, die sich 40 Wohnungen hier gekauft haben. Und du kannst ja wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal sagen, wenn du halt so, ich sag mal, 75 Euro pro Nacht. Ach, da kannst du mehr. Kommt drauf an, wo du bist. Naja, okay, sagen wir mal, im Schnitt 100 Euro pro Nacht. Also hier, wenn du hier bist, kannst du locker 100 bis 200 Euro. Sagen wir mal, als Rechnung 100 Euro. Ja. Und du hast machst das wirklich so mit Komplettauslastung, hast halt im Schnitt 3.000 Euro im Monat pro Wohnung. Mit 40 Wohnungen hast du 120.000 im Monat. Ja. Dafür, dass du dir die jetzt Wohnung frage ich mich, wie viel Miete da abgeht, die du wirklich zahlen musst, wenn du die angemietet hast. Ja, wie gesagt, also ich glaube nicht bei der Größenordnung, dass es angemietet ist. Ja, okay, das ist Besitz so. Genau. Und also aber ehrlich, also das ist so ein, also das muss so ein Aufwand sein. Das muss sich auch rentieren. Du stellst ein bisschen Personal ein. Genau, das hast du einen Hausmeister, der da irgendwie rumgeht und die Schlüssel verteilt. Ja, und dann halt einer, der sauber macht, einer, der diesen Internet-Scheiß macht, die ganzen Sachen hochlädt. Ja, gut, das sauber machen, das kannst du ja. Ja, aber. Traurige Mensch. Ich hatte ja damals, als ich im Markgrafendamm gewohnt habe, in Friedrichshain, Nähe des Ostkreuzes, da hatte ich einen, da hat mir eine Nachbarin das erzählt, dass ein Mieter, der im Hinterhaus gewohnt hat,
hatte im Seitenflügel eine Wohnung angemietet, die er nur für Airbnb hat. Und sie hat es halt dann auch der Hausverwaltung gesagt, die hat gesagt, pff, scheißegal. Ja. Dann hat sie es dem Finanzamt gesagt, die haben gesagt, pff, scheißegal. Und der hat halt irgendwie mit den Einnahmen, anfangs hat er halt nur seine Wohnung im Hinterhaus und dann lief das so krass und er hat auch immer die Preise ausgereizt. Ja. Also weil sie hat mal die Wohnung angeschaut, also gesucht im Netz. Es war irgendwie müsste eine Zwei-Zimmer-Wohnung gewesen sein, nicht größer als 40 Quadratmeter. Und der hat zum Schluss war es halt so, dass das seine Einnahmequelle war. Mhm. Der hat damit beide Wohnungen finanziert und sich ein fettes Plus noch monatlich geschaffen. Also der hat halt natürlich dann auch, der war dann auch Vollzeit so beschäftigt damit, dass er dann halt jeden zweiten Tag da rein saugen, sauber machen, hast nicht gesehen, dann wieder ins Netz stellen, sowas. Also er hatte dann auch zu tun. Und du hast halt auch das immer gemerkt, weil jeden zweiten Tag hat sie dann halt nachts irgendwelche Rollkoffer so. Die Rollkoffer-Gangs, die dann halt irgendwie, das merkst du ja eh immer, das ist halt, wenn das mal passiert in Sommerzeiten, ja okay, aber du merkst es halt einfach, wenn öfter halt im Innenhof Rollkoffer durchballern, du weißt halt von wegen so Fissur, dessen haben wir ja gar nicht, die hier wohnen. Und dann ist es halt irgendwann auffällig. So. Und dann merkst du halt auch, ja gut, dann oder halt immer so viele Gesichter, die dir halt irgendwie nicht jubeln oder sowas, sondern die halt einfach fremd sind, die du halt auch mit keinem Hallo irgendwie bewegen kannst, die halt einfach nur mit großen Augen denkst, ja klar, also ihr seid ja halt auch gerade Touristen hier und vielleicht aus einem ganz anderen Land und so. Das ist ja für die erstmal alles okay, wenn die halt das zahlen, aber generell ist Betrieb, dass du immer denkst, okay, ich wohne gar nicht mehr halt in so einem Mehrfamilienhaus, ich wohne halt in so einem halben Hotel, Mehrfamilienhaus, so. Ja, das ist halt... Und also das führt halt einfach zu Problemen. Also in Kreuzberg gab es halt vor ein paar Jahren den Fall, dass ich glaube im Wrangelkiez, dass der mehr Wohnungen als Ferienwohnungen drin standen, als vermietet wurden. Also als es Neuvermietungen gab. Mittlerweile gibt es doch irgendwelche, bei irgendwelchen Neubauten oder sowas, diese strikte Verbote, oder? Also es gab diese Verbote, dass das überhaupt nicht mehr Airbnb genutzt. Aber ich meine, ich weiß es halt auch aus dem... Aber halt auch, du hast ja dann... Wissentlich, also es ist ja auch dann für jeden klar, es gibt kein Personal beim Finanzamt dort, bei irgendwas auch immer, die permanent Airbnb sich... Ja, also es gibt so ein paar traurige Gesellen vom Ordnungsamt, glaube ich. Also von den Behörden, die rumgehen und die suchen. Ja. Aber wie gesagt, ist halt auch so lächerlich und wenig. Wenn Stichproben-Scheiße. Halt, genau, und dann musst du halt einen erwischen und dann musst du irgendwie nachweisen, dass er sich diese 6-Wochen-Regel überschritten hat. Ja. Und das fällt denen natürlich leicht. Und dann sagt er, naja, gut, ich habe es halt zum ersten Mal gemacht. Ja, genau. Ich war weg. Sowas. Und dabei gibt es ja ganz offensichtliche Fälle. Also an der Ecke, wenn wir zum Panenka gehen, da gibt es ein Haus mit den Eckbalkonen, wo irgendwie über 3 Etagen die Balkoneinrichtung gleich ist. Wo ich halt nicht der Ansicht bin, dass man immer von oben runter geschaut und gedacht, Mensch, das ist aber hübsch. Da gehe ich zu Ikea und hole mir das Gleiche und stell's genau gleich auf. Wenn du da nicht mal abends immer in die falsche Wohnung kommst und das aber auch nicht merkst. Ja, jetzt. Ja. Und ich meine, das geht ja schnell. Gewohnt. Du holst irgendwie für 500 Euro Einrichtung bei Ikea und dann hast du das brauchbar eingerichtet. Also ich finde es mal zu nutzen auch nicht schlimm, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne genug, also wir kennen glaube ich genug Leute allein im Schauspielkreis, klassisches, ich habe keine Kohle also, und sagst von wegen, ja meine Wohnung ist jetzt einfach mal eine Woche vermietet das Problem, oder sowas. Genau, ist ja auch wie bei Uber, das wird dann halt immer dann zum Problem, wenn es unkontrollierte Ausmaße annimmt und die Plattformen nicht bereit sind, da einzugreifen. Ja. Weil ich meine, also Uber ist halt in den USA, die sind völlig okay damit, dass sie quasi Lohnsklaven als Taxifahrer haben. Ja. Ich meine, das wird ja auch permanent genutzt. Ja. Und ist ja auch so ein hipper Style. Du siehst ja halt dann auch irgendwelche lustigen Außendrehs, Conan O'Brien, Kevin Hart, bla, wir sind gerade kurz geubert. Und dann halt auch mal total lustig, weil die Leute auch anders reagieren, weil sie eigentlich ja Privatpersonen sind. Ja. Gut, die fahren jetzt 6 Wochen am Stück und können nicht mehr gerade ausgucken, müssen sie aber auch fahren. Du hast ja nicht so dumme Beschränkungen wie Ruhezeiten als Privatperson. Ja. Das ist ja das Gute daran. Das ist auch das Geile. Ja, und ich meine, Uber hat natürlich in den USA oder im englischsprachigen Raum auch echt so einen zweifelhaften Ruf, was so die Fahrer angeht. Ja. Irgendwie, das habe ich in einem meiner Podcasts mal gehört, was auch darum ging, also gerade Frauen fühlen sich halt massiv unwohl in den Ubers, weil du halt sitzt halt alleine mit einem Mann im Auto, wo du halt nicht irgendwie die Sicherheit hast, der ist ein registrierter Taxifahrer, hast du eine gewisse Personensicherheit, die du nachweisen kannst, das ist einfach irgendein Typ. Und dann die Uber-Fahrer, das ist auch so ein Problem, leben ja auch, wie viele Sachen bei diesen Shared-Economy-Sachen, von den Bewertungen. Mhm. Und wenn du dann dem halt... Die kannst du bestimmt kaufen und sowas. Das ist... Der Fall war dann konkret, sie hat ihm keine 5-Sterne-Bewertung gegeben und er ist dann halt in einer Kurve um Block zu ihr und hat ihr Haus angeschrien.
Ihr Haus angeschrieben? Ja, weil er halt wollte, okay, dass sie rauskommt, warum sofort, sie keine 5-Sterne-Bewertung gegeben hat. Ja, du gibst die Bewertung in der Regel sofort ab dann. Okay. Und die, wie gesagt, die Fahrer sind halt auch darauf angewiesen, dass sie diese Bewertung haben, weil dann tauchen sie weiter oben auf in der Liste, weil du buchst ja quasi den Fahrer. In den USA gab es jetzt auch den schönen Fall in New York, wo sich jemand auf Twitter beschwert hat, das kann nicht sein, ich habe 30 Minuten darauf gewartet, um einen weißen Uber-Fahrer zu finden. Oh Gott. Ja, ein Trump-Wähler, ne? Aber also ich meine, das ist ja wie gesagt, ne, also wenn die es halt irgendwie malen nutzen, finde ich das vollkommen okay. Da gibt es ja auch Alternativen, da gibt es ja lokale Alternativen, die ja auch sogar damit werben, von wegen, wir sind nicht dieses überlaufende Uber-Prinzip und haben noch diese Kernidee. Und die lässt Airbnb halt auch in Ruhe, weil die halt ja auch nur interessant werden, wenn die halt ansatzweise halt irgendwie, weiß nicht, zweistellig in die Prozente kommen oder so. Was ja eigentlich nicht passiert. Genau. Also ich meine, Airbnb ist ja wirklich synonym geworden für dieses Ferienwohnungsmodell. Aber das Krasse, da habe ich mal geschaut, da gibt es echt sehr viele und die sich auch irgendwie halten und das gleiche Ding fahren, aber weil Airbnb, glaube ich, einfach so schon teilweise so eine schlechte Bewertung oder beziehungsweise so schlecht in den Medien war, dass die halt dann sagen, ja, Alternativen, lokale Alternativen, die gibt es ja halt dann überall. Aber, ja, boah. Also. Pass auf, ich habe ja noch ein paar andere. Sharing-Dinger? Genau. Ja, kannst du mal sagen, ob du, also, was du davon deutsche hältst? Oder jetzt internationale? Nee, internationale, also vom Forbes. Ach, wäre doch coole so deutsche, na gut. Ja, pardon, Beste, was ich gefunden habe. Also Dog-Vacay. Wenn du auf Reisen bist, kannst du deinen Hund einen Gastbesitzer geben. Ach, das, da habe ich doch schon hier in Berlin mal dieses Katzending. Ja, genau. Wo sie halt immer sagen Katzen, können, wenn du... Genau, aber beim Hund ist es natürlich praktischer, den kannst du eine andere Wohnung geben. Ja, ja. Idealerweise, wo er auch schon ein Hundebesitzer ist, der den einfach dann mit auf die Runde nimmt. Ja. Ist das dann schon... Ach so, das ist nicht... Der Sharing-Gedanke ist, ich habe einen Hund und der andere kommt mit. So, ja. Okay. Ja, naja, ich meine, sicherlich kannst du es auch machen, wenn du alleine bist. Du willst vielleicht keinen Hund haben, aber hast gerne mal einen Hund bei dir. Und ich hasse Hunde und deswegen komme ich zu deinem Hund. Ja. Tritt in die Hinterläufe krumm. Genau, das andere ist ein ähnliches Prinzip, was du von meintest, mit ich vermiete mein eigenes Auto, Relay Rides, die von Google unterstützt werden. Ja, Drivey ist, glaube ich, noch was Kleines und lokal. Oh ja, jetzt kommt wieder ein ganz fieses Ding, das heißt TaskRabbit. Es gibt ein ähnliches Ding, das heißt Fiverr oder so. Oder Cup of Coffee, da gibt es, glaube ich, mehrere. Wo du halt Leuten Arbeiten aufdrückst im kleinen Bereich, winzige Bezahlung. Also TaskRabbit ist auch sowas. So, ja, pass auf, ich brauche hier jemanden, der mir 5 Holzbretter durchsägt. 2 €. Und dann hoffst du halt, dass jemand aus deiner Nachbarschaft da aufspringt. Das ist hier das Handwerker.de. Da gibt es ja halt das Prinzip, dass halt registrierte, offizielle Handwerker, aber du hast halt auch irgendwie, weil es oft handlange Arbeiten sind, von wegen, mein Garten ist voller Gestrüpp, mach den sauber. Ja, genau, sowas. Ja. Und dann kannst du halt dann auch einfach dein Gesuch und dann drückst du, also jeder, also die wenigsten gehen halt nach Bewertung, beziehungsweise klar, macht es schon einen Unterschied, wenn es ein paar Cent-Unterschiede sind, aber du guckst dann halt einfach, wer mir den ganzen Garten für einen Fünfer macht und dann nicht von wegen nach Stunde, sondern den Garten für einen Fünfer. Und wenn der da 2 Tage drin ist, das ist mir scheißegal, mach den Garten sauber, so. Ja. Und da gibt es halt auch deutsche Portale, die dieses Prinzip nutzen, dieses Lohndumpings und beziehungsweise hier eBay Kleinanzeigen wird so krass genutzt für irgendwie allgemeine Hilfstätigkeiten, von wegen, ich fahre dich um die Ecke und ich kaufe für dich ein und ich koche für dich oder so ein Zeug, wo du denkst, Also ich kenne es halt auch von Craigslist, wo da auch viele so unseriöse Angebote sind. Genau, und TaskRabbit ist halt eins von dem, wo die Leute dann als Clickworker bezeichnet werden. Die halt einfach für minimalste Dinge halt die Da fällt mir noch ein Sharing-Ding, beziehungsweise das ist halt so eine sehr selbstlose Sache hier, das Food-Sharing. Das ist ja ganz, also ich glaube, es ist halt nicht nur in Berlin, ganz Deutschland oder vielleicht europaweit, beziehungsweise gibt es ja verschiedene Versionen, aber dieses Food-Sharing ist ja dann halt schon ein sehr organisiertes Format, wo dann halt verschiedene, meist Bäckereien sind da, die da mitmachen. Es gibt halt auch ein paar Supermärkte, kleinere Supermärkte, keine großen Ketten. Das ist meist nicht der Fall, leider. Obwohl die halt super viel wegschmeißen. Da registrieren die dann halt und geben halt an, dass zur regelmäßigen Abholung halt Produkte, die halt noch gut sind, aber nicht mehr
verkaufbar, beziehungsweise bei ganz normalen Backketten oder halt auch Demeter-Backketten gibt es halt auch, dass die halt Auflagen haben und sagen, von wegen, ihr bekommt, bezieht von uns das Fairtrade-Bio-Brot, aber nicht von wegen nach eurem Verkauf, sondern ihr holt pro Woche eine halbe Tonne. Ansonsten werden die Preise hoch. Es ist nicht unser Problem. Genau. Und dann schmeißt ihr den anderen Scheiß weg. Und das ist das Krasse dabei beim Foodsharing. Meine Freundin ist dabei und ich bin öfter dabei und schlepp dann halt irgendwie den Scheiß mit. Und da merkst du halt, wie viel Backwaren halt alleine in Berlin halt überproduziert werden. Und da haben die halt jeden Tag so viel was weghauen. Und wenn du danach dann auch sagst, ey, Tafeln, wir können das zu euch bringen, dann sagen die, haut ab. Mit Essen alles schön und gut, also wenn irgendwelche Obst, Gemüse, bla, Fertiggerichte, keine Ahnung, das geht super, aber Backwaren haben wir selber, und also wir können uns Häuser bauen damit. Und das ist halt das Krasse, das ist das Gruselige, dass es halt auch im Bio-Öko-Bereich halt so überproduziert wird, weil die sonst halt einfach ihre Verträge nicht halten mit den Backketten und sagen, ich produziere für euch doch nicht nach Anfrage, sondern nur... Ja. Aber das Prinzip ist dann halt irgendwie, dass dann halt Leute, die dann halt da auch registriert sind, nicht einfach nur ich will da mitmachen, bin registriert, sondern die müssen dann halt irgendwelche Hygieneauflagen bestehen, beziehungsweise auch ein bisschen Wissen haben, und dann vor Ort bist du dann halt immer mit Handschuhen unterwegs und nicht irgendwie mit Gegrabbel, und dann wird das halt entweder in Verteiler gebracht oder an Leute verteilt, die es definitiv gebrauchen können, oder halt auch im Privaten. Also es ist dann am Anfang so ein komisches Gefühl, wo du denkst, na, ich kann es mir eigentlich leisten, aber dann, wenn du daran denkst, ey, das wird wirklich weggeschmissen, und die sozialen Städten oder sowas, die haben halt, diese Anlaufpunkte haben halt ohne Ende Backwaren. Also dass du sagst, mit Brot, da scheiße ich dich ja dann auch mal regelmäßig zu oder ab und zu, und dann hast du dann halt einfach das Problem, du hast halt einfach acht Brot und 20 Brötchen. Das Tiefkühlfach voller Brote und der Kühlschrank voller Brötchen. Und dann halt teilweise auch richtig krasser Scheiß, wo du sagst, da kostet dann halt ein kompletter Laib Brot, kostet dann halt irgendwie 7-8 Euro und nichts. Ja. Und dann ist es halt irgendwie, weiß ich, feige Walnuss, hast nicht gesehen, von so einem Demeter-Bäcker, und denkst, ja, das wäre sonst in der Tonne. Ja. So. Das ist halt einfach heftig. Ja, das finde ich total gut, dass es das gibt. Da gibt es aber auch, wie überall, immer schwarze Schafe. Das habe ich halt auch schon mitgekriegt. Gestern zum Beispiel wieder waren wir bei so einem glutenfreien Bäcker, und dann kommt jemand da, der dann halt auch abholt, und die das dann, manche sehen das dann halt als Einkauf und sagen, nee, ich nehme nur das Süße, dann zwei Brot. Ich brauche gar nicht so viel. Und so, Alter, du bist mit dem Auto. Keiner braucht ja so viel. Genau. Wir sind alle hier. Wir haben auch nicht gerade den Hunger und brauchen halt 4 große Ikea-Tüten mit Brot. So. Das ist das Prinzip. Du bist Foodsharer. Du bist jetzt nicht beim Einkaufen. Dann zahlst du für den Scheiß. Ja. Und das ist total asi, weil das hast du regelmäßig, so Leute, die sagen, so viel, wenn ihr wollt, könnt ihr noch. So, nee, jeder hat mal ordentlich, und das ist deine Aufgabe auch nicht zu sagen, mir, ich habe jetzt zu Hause und brauche kein Geld für Essen ausgeben, sondern verteile es. Naja. Aber grundlegend finde ich das Prinzip gut. Mhm. Und das könnte... Also vor allem bei Lebensmitteln. Was sind in Deutschland 30% der Lebensmittel weggeworfen oder 10% oder so? Nee, ich würde sagen mehr. Ja, 30 scheint mir dann, glaube ich, die... Also ich dachte... Realistisch, und mehr als 30 ist ein bisschen... Also auf jeden Fall, was nicht in den USA, waren es 25, glaube ich. Nur, ne. Ja. Also ich dachte, ich hätte irgendwie Dinger gelesen, die waren weitaus höher. Okay. Also allein der Bereich, der halt nicht nur in den Supermärkten weggeschmissen wird, sondern dieses Standardmäßige. Von der Herstellung? Nee, der zu Hause ist. Man sagt von dem im Schnitt, dass der Deutsche im Schnitt halt 25% seines Einkaufs wegwirft. Das hatte ich mal. So, und das hast ja so oft, dass die Leute dann halt irgendwie, wie viele Leute haben halt noch nicht das Prinzip verstanden zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum und Ablaufdatum und sagen von, und vertrauen nicht auf ihre Sinne, mach den Joghurt auf, schnüffel dran, schlabber kurz mal, du fällst nicht um, wenn es kribbelt auf der Zunge, du musst es dann ja nicht weiter essen. Aber es gibt so viele Spinner, die sagen, nein, das ist mir unsicher, ich lasse das lieber. Also ich meine, kann ja jeder selber entscheiden, aber es ist halt einfach, ihr schmeißt Essen weg, und das finde ich halt total gruselig, das ist echt wahnsinnig schlimm. Naja. Ich versuche gerade das zu finden mit der Studie. Aber bis dahin habe ich noch ein paar andere Modelle, zum Beispiel Liquid. Liquid ist wie Drivee, nur mit Fahrrädern. Also du privat, verleihst dein Fahrrad. Du verleihst privat dein Fahrrad. Aber das gibt es doch bestimmt in Berlin auch. Bestimmt. Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Das zum Beispiel, da haben wir uns ja, glaube ich, auch drüber unterhalten, dass wir jetzt einfach mal, also ich mache es jetzt super selten, aber bei Mobike und eventuell noch anderen Dingern sind, dass man sagt halt, ich habe jetzt kein Fahrrad mehr, ich hatte irgendwie mein altes Fahrrad, das total vergammelt, kaputt ist, steht noch in einem alten Innenhof, in dem ich halt gewohnt habe. Wer weiß. Das stand da 10 Jahre angekettet, das hat keiner angefasst, warum sollte sich jetzt wechseln? Hier wurde ja mal aussortiert, wo ich auch dachte, irgendwann, das Prinzip finde ich schlecht. Ich mache keinen Zettel mehr dran, soll der Fahrradabholmann mein Fahrrad abholen. Und dann hatte ich halt eins, was ich nie benutzt habe, und das war okay, stand im Keller, dann habe ich das verkauft.
Und jetzt habe ich irgendwann mal dieses Mobike und dann kommt der Gedanke, jetzt fährst du ja doch Fahrrad, vielleicht sollst du ein Fahrrad. Und dann habe ich gesagt, nee, auch wenn du im Netz mal guckst, sag einfach ein Straßenfahrrad. Ja. Also was echt du bist ja schnell kann. Bei 200 Euro. Genau, was nichts kann und einfach nur, weiß nicht, 200. Und dann rechne mal hoch, wie viel du fahren musst bei Mobike und Co., um 200 Euro drinne zu haben. Und dann denkst du, okay, das heißt, ich müsste mir jetzt ein Fahrrad kaufen und ich müsste das 5 Jahre nutzen. Mhm. Ja, genau. Nutzen. Und dann, wenn was kaputt ist, zahlst du halt dafür. Genau. Und das dann auch noch dazu. Das ist halt also, weiß ich nicht, finde ich dieses, das ist halt auch bei, ich finde das E-Fahren auch so geil, aber mir macht Motorradfahren halt auch einfach Spaß. Und so ein kleiner Unterschied, aber wenn das halt weg wäre, ich glaube, das Hochrechnen, wie viel 1000 Euro dann halt ein gebrauchtes Motorrad, was dir gefällt, halt kostet und wie lange du dann halt einfach so ein E-Modell fahren kannst, wo du halt, wie du es auch sagst, die um die Wartung nicht Genau. Kopf stellst machen das, musst. Stellst das irgendwo ab. Euer Problem, genau. Ja. Ja. Ich meine, klar, gibt es auch ein paar Dinger immer, wo du dran kommst und dieses Prinzip, don't be gentle, it's a rental, das ist halt so bei allem, was sich bewegt und was du, glaube ich, leihen kannst, das ist schon so ein Prinzip geworden. Also wenn irgendwas geheizt wird, dann höre ich immer irgendwelche Drive-Now-Dinger, die dann halt irgendwie die Straßenballer und denke, ja, aber Straßenverkehrsordnung gilt auch für ein geliehenes Fahrzeug. Was? Wie wird man nicht meinen? Naja. So, als nächstes habe ich ein gutes. Das heißt A Lending Club. Im Englischen, im Deutschen gibt es einen Anbieter, der heißt Aux Money. Aux Money? Kredite von Privatleuten. Ah, ja. So, und als, pass auf. Haben Sie das Geld? Nein, ich nicht, aber die. Genau, ja. Das war die Werbung, die wir kurz mal eingeblendet haben. Was wirklich perfide daran ist, du kannst quasi bestimmen, mit welchem Zinssatz du dein Geld verleihst. Je höher die Bonität der Leute, denen du das gibst, desto niedriger der Zinssatz. Und Leute, die eine schlechte Schufa haben, zahlen mehr Zinsen. Also komm, riskier's doch mal, dass die das Geld nicht zurückzahlen für 10%. Na, was sagst du? Und was hast du dann an rechtlichen Sicherheiten? Ich glaube, die gleichen rechtlichen Sicherheiten, die du als Gläubiger immer hast. Dann im Zweifelsfall den Gerichtsvollzieher. Und die reizen, also wenn du richtige Hardcore-Leute hast, dann reizen die es aus und sagen, ich bin offiziell insolvent. Ich habe offiziell insolvent angemeldet. Kann dir passieren. Das ist das Risiko, was du dann trägst. Ja. Ich habe monatlichen Freibetrag, der mir zusteht, da können die nicht ran. Und ansonsten musst du halt dein Geld zu niedrigeren Zinsen an die Leute verteilen. Naja, ich meine, aber jeder Zinssatz ist gerade besser als bei der Bank, oder? Außer Bitcoin. Jetzt wieder günstig für unter 6.000 zu haben. Und Bitcoin Gold für 34 Euro. Cha-chinga. Nice. 70 gekauft. Nice. Dumm Arsch. Wenn ich da gucke, wie meine Aktien sich entwickelt haben. Dir wächst ein Polohemd aus. Oh Gott, mach es weg. Okay, ja, aber das finde ich, also wirklich ein unheimliches Prinzip auch. Als Privatleuten das Geld zu geben und dann mit der Peitsche dahinter zu stehen. Also ich habe gehört von jemandem, der im Royal arbeitet oder gearbeitet hat, der das öfter macht. Aber ich weiß nicht, ob das bei Aux Money, ich denke mal, da gibt es auch mehrere Anbieter, oder der ist privat noch Knochenbrecher oder mehrere, so. Weil das ist ja also Aux Money ist halt nur der, von dem man, glaube ich, noch am ehesten die Werbung kennt. Weil das ist ja das alte Prinzip des Beinabschraubers, oder? Arim hat dir 500 Euro geliehen, zahlt sich zurück, geh mal hin und rede mit ihm. Knick, knack. Dass wir das nicht gemacht haben. Also das echt nicht. Weißt du, was ich an Sharing noch mitgekriegt habe? Ja. Also es ist ja eigentlich kein Sharing, sondern es ist eine Firma, die, aber halt, ich habe mal so eine Seite gesehen, die Umzugshelfer vermittelt. Also es waren hauptsächlich, das war von Studenten, für Studenten war das Prinzip. Aber nicht Heinzelmännchen, oder? Nee, das war früher die das Berlin. Ist das ist doch eine Sage. Nee, das war früher die Seite für Berliner Studierende. Okay. Dass du gesagt hast, wenn du einen Studentenjob suchst und halt so kleine Jobs, dann warst du dich bei den Heinzelmännchen registriert. Die waren in Berlin vor allem deswegen bekannt, weil sie die Weihnachtsmänner gemacht haben. Mm. Also so der klassische, wenn du in Berlin den Weihnachtsmann gebucht hast für den Heiligabend, war das einer von den Heinzelmännchen, genau. Nice. Ja, da habe ich halt irgendwie mitgekriegt, nur von wegen Umzugshelfer und das sind hauptsächlich Studenten meist, die ja eh immer Kohle brauchen und dass da halt auch die selber so ihr Stundensatz, glaube ich, festlegen oder sowas und dann mit Bewertung und dass da halt auch ganz gruselige Dinger laufen, also weil dann halt einfach Leute sagen, ich mache den Pauschalpreis für eine Zwei-Zimmer-Raumwohnung, mache ich dir das für, weiß nicht, 50 Euro oder so, wo du denkst, was? Das ist ja... Ja. Und dann gibt es halt auch immer so welche, die dann sagen, wir kommen dann auch mit Fahrzeug und sonst was. Das sind dann halt keine Transporter, sondern die lernen sich dann von... Da sieht man in Berlin auch immer wieder so Leute, die dann so die,
so quasi so mit einem alten, ausgemusterten Fahrzeug von Robben und Wienches unterwegs sind, hier so Privatumzugshilfe. Ja, genau. Zwei Mann, 20 Euro, fünf Stunden. Ja. Also ganz ehrlich, habe ich ja schon, also beim letzten Mal, das ging ja, aber ich hatte irgendwie so gedacht, dass ich so gar keinen Bock mehr drauf hätte. Und weil es halt einfach gruselige Angebote gibt, dass du dann sagst von wegen, ja, okay, das nächste Mal macht es eine Firma, aber dann ist halt auch die Sache, eventuell unterstützt dann halt auch so einen Scheiß, wo du dann halt Leute hast, die den ganzen Tag arbeiten und kriegen dann 4-Euro-Stundenlohn und du hast dann gesagt, ja. Das ist ja bei allen Share-Sachen so ein bisschen die Sache. Das Werkzeugding, das fand ich ganz interessant irgendwie. Ja, weil das ist ja die Idee finde ich auch super, aber ich glaube, da ist echt das Problem, dass sich nicht eine Plattform durchgesetzt hat. Ja, weil das halt, glaube ich, auch so Fizzle-Kleinkram ist. Ich habe halt irgendwann mal hier auch so einen gruseligen Zettel gesehen, hier im Treppenhaus, von wegen so Nachbarschaftsgefühl steigern und so irgendwie, wir treffen uns einmal in der Woche. Nachbarschaftsgefühl steigern im Saunaclub Anal Grande. Und da soll es halt darum gehen, dass man halt auch einfach dieses so online aufzählt, was man halt an alles an Gegenständen hat, aus der Küche, aus dem Werkzeugbereich, alles, was man bereit ist zu sharen und dann halt irgendwie permanent dann halt so sagt von wegen, ja, ich muss jetzt so einen Eimer Mett wegbraten, hast du eine Pfanne für mich oder so. Und ich denke, ja, aber irgendwo ist dann halt auch eine Grenze, weil wenn du wenn du so Sachen hast, da ich glaube, ich die mindestens einmal im Monat benutze, die muss ich da nicht teilen. Also ich sag von denen, ich brate ja nur einmal im Monat, dann kann ich mir auch eine Pfanne leihen. Also das ist ja irgendwo, dann kannst du ja irgendwo eine Gabel auch leihen. Das ist ja irgendwann auch mal Schluss. Apropos, hast du eine Gabel für mich? Nee, ich finde es bei Werkzeug, finde ich es dann auch schon wieder fast ein bisschen schwierig. Also wenn wir uns gegenseitig Sachen leihen, ist das ja kein Problem. Ja. Weil wir wissen, wie wir damit umgehen. Naja, ich sag dir immer, was du kaufen sollst, damit ich dich, du bist so der Flatter. Einmal das Holzbohrer-Set. Nee, aber das hast du so gebraucht damals. Ja, hab die so gebraucht. Holzbohrer. Mein Leben ist jetzt so komplett. Wo ich jemand in einem Café nämlich immer rumhänge und Latte Macchiato trinke. Nackt. Late Machino. Wo auch einer der Stammgäste meinte, so er hat halt irgendwie einem Bekannten dann halt so eine Tauchsäge geliehen. Die war eine dann Tauchsäge? Halt, Was ist eine Tauchsäge? Die so runter. Wo das Sägeblatt so runtergeht, wo du halt eintauchen kannst. Also meine Tauchsäge, oder? Stichsäge meinst du, oder? Aber die Stichsäge ist noch gerade, oder? Ja, aber das ist die, die du so hältst, die runtersticht. Ja, genau. Und ich meine, die Tauchsäge hältst du halt quasi horizontal, also in Laufrichtung des Holzes, und die zeigt dann runter. Wie auch immer, also. Okay. Was auch. Egal, er hat eine Säge verliehen. Und die ist halt gebrochen. Sägeblatt? Ja. Hat er es dann ersetzt? Nee. Cool. Und dann so, und ich glaube, da, so spätestens da ist natürlich dann Raum für Streitereien, weil klar, ein Hammer kriegst du irgendwie nicht kaputt. Ich habe mal einen Hammer an Obst verliehen, den habe ich nicht wiedergekriegt. Also ja, so. Gut, dann ist die Frage, aber kaputt ist wahrscheinlich nicht. Würdest du den noch wieder haben wollen? Nee, ich habe mir einen neuen geholt aus Panzerstahl. Nice. Hattest du den länger als 10 Sekunden in der Hand im Laden? Aus Panzerstahl, der alte Tiger Mark II. Jetzt auch als Hammer erhältlich. Wir haben gesehen, dass das Prinzip ja gar nicht stimmt, weil letztens haben wir beobachtet, wie so ein Typ irgendwie, was hat der in der Hand? Der kam hundertprozentig nochmal wieder an demselben Tag und hat sich die Japansäge geholt. Ah, stimmt, die Japansäge. Da standen wir noch kurz davor und haben gesagt, komm, hol's. Du wirst es bereuen, wenn du sie nicht holst. Hol's mal. Ja, die macht optisch auch einfach was her. Die macht auch echt Spaß. Also ich meine, anders als so ein Fuchsschwanz, wo man sich halt immer so dumm und dusselig sägt, sondern das macht halt echt irgendwie Laune, da irgendwie durchzusägen. Du kannst so sauber sägen. Also allein dieser Griff, dass du wie so ein Schwert das Ding hältst und nicht so eine unergonomische Form wie so eine Bügelsäge. So. Ja, also kannst dich auch richtig schön reinlehnen ins Holz, wenn du es gut befestigen kannst, irgendwo auf einer Oberfläche. Voll nice, damit zu arbeiten. Ja, also ich glaube, wir haben sie beide nur 2-3 Mal benutzt. Nee, ich hab die bei meinem Blumenkästen genutzt, bei meinem Zahnputzregal, bei meiner Garderobe. Ich habe da echt schon viel mitgelegt. Ich hab die ganze Europalette damit zu sägen. Den Tisch damit hier gemacht. Ja, stimmt. Ja, auch so eine Europalette. Aber ich meine, du hast ja noch ein paar Projekte. Du hast ja gesagt, du machst hier so ein Pornosofa noch und so ein Die wird ja auch nicht schlecht, die Japansäge. Das ist ja auch noch so ein Ding. So. Aber ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende der Show. Echt? Mir sind noch ein paar Sachen eingefallen. Oh Gott, wir sind bei fast 1:10. Also komm, sag. Wir machen so einen Schnelldurchlauf. So spontan ist jetzt gerade total schwierig. Aber genau, was mir eingefallen ist, dass so ein Typ, auch ein Berliner, hat so eine Sharing-Plattform
für Wohnmobile auf die Beine gestellt. Ja. Und das ist total logisch, weil er meinte, die werden nur Saison benutzt, also außer Dauercamper sowas. Und da haben die halt eine Standzeit nicht wie ein Auto halt 90%, sondern die sind fast 99% aufs Jahr gerechnet unbewegt. Mhm. So. Also das ist halt so total lächerlich, sich dann halt einfach eine fahrende Wohnung halt draußen hinzustellen, die du nicht nutzt. Und das, ich habe es halt nicht genutzt, aber ich habe zwischendurch mal irgendwie gedacht, das wäre total lustig, weil da ist natürlich auch von wegen genauso sauber und dann wird es halt erstmal kontrolliert alles vorher und check, bla. Aber das Prinzip, weil ich gedacht, klar, also weil du dann irgendwie mal schon überlegst von wegen, oh, einmal so ein Wohnmobilurlaub oder sowas. Einmal sagst, nach Mallorca mit einem Wohnmobil. Wenn die endlich diese Hängebrücke da drüber haben, das ist das sicherste sein. Ja, hey, heute habe ich was Interessantes gehört. Mallorca, weißt du, was das heißt? 17. Bundesstaat. Mallorca heißt die größere und Menorca ist die kleinere. Och, wie süß. Ne? Ich habe gestern gelernt, dass... Und da heißt es, man lernt hier nichts. Dass Roma von Roma und Sinti, dass Roma übersetzt Mensch heißt. Ha. Das wird die AfD gar nicht gerne hören. Nee, besonders der eine, der jetzt immer... Beim Baden abgezogen wird? Genau. Da gab es ja die Theorie, dass, weil er nicht die Polizei gerufen hat, dass eventuell ein anderer im Wasser war und hat die Polizei gerufen, weil er gesagt hat, hier ist ein Nazi im Wasser. Die fand ich ganz gut. Ich glaube, es war Olli Schulz, der gesagt hat, von wegen, hier ist ein Nazi im Wasser, Hilfe! Und dann kam sie vorbei. Der wohnt nur 200 Meter von der Badestelle entfernt. Ja. Und die wurde alles geklaut. Vielleicht kommt er demnächst jetzt nur mit einem Morgenmantel, aber dann wird der Morgenmantel geklaut. Aber dieses Bild ist total geil, wo oder? Wo wohnt Gauland denn? Ich also nicht neben Jerome Boateng, das aber weiß bestimmt ich. So, wo irgendwie am Rande hier irgendwo ein Wasser ist. An einer Badestelle. Muss ja am Rand werden, egal. Geil fand ich, dass die ganzen Gazetten sich darüber aufgeregt haben, dass das Bild halt durch die Medien ging, das darf man nicht machen, der arme Mann. Ist ja gerade der, weißt du, der so allen Menschen halt irgendwie Grundrechte abstreitet. Und der kann froh sein, dass man ihm nur die Kleidung geklaut hat beim Baden, in seiner Hundebadehose, nehme ich an. Also, ich meine, wenn ich überlege, wenn das jetzt halt irgendwie... Übrigens, schöne Hundekrawatte, die du heute trägst. Neu? Hundekrawatte? Was ist denn eine Hunde? Trägt doch Gauland immer. Echt? Ich habe jetzt so getan, als ob du ihm die geklaut hättest. Ich wusste nicht, dass du die Kleider von Gauland so gut studiert hast. Er hat immer dieselbe Krawatte an. Okay. Also jetzt nicht mehr, weil es wahrscheinlich weg ist. Also es war der auf ist jeden ja Fall wahrscheinlich direkt vom Bundestag zum Strand gefahren. Geil wäre es, wenn die jetzt bei eBay verkauft werden und dann der Erlös für irgendwelche Migrationsprojekte investiert werden. Das fände ich super. Dann könnten die öfter mal bei ihm da irgendwas. Ja. Ekliger Wichser, ey. Ja. Sharing-Modelle. Was ist immer sonst noch was? War nicht mal bei den Simpsons die Idee, war das bei den Simpsons oder? Nee, das war doch bei Scrubs, wo sie gesagt haben, es gibt halt irgendwie so ein Sharing-Ding, wo man die Grandpa und Grandma halt irgendwie sich gegenseitig ausleiht. Ja. Und sagt von wegen, die sind immer so alleine, dann kann man sich irgendwie... Ich bin mir sicher, das so gibt es auch. So ein Opa mal für eine Stunde oder so für einen Nachmittag so, hast du Opa erzählt von früher, dann sagst du, das ist schon geil. Der Enkeltrick. Der Enkeltrick, genau. Ich meine, was es jetzt ja nicht mehr gibt, beziehungsweise was wir gar nicht, was es nicht mehr gibt, sondern was wir gar nicht beschrieben haben, ist ja halt irgendwie, keine Ahnung, das Menschen-Sharing. So, da gibt es doch bestimmt auch. Du meinst im Swinger-Club? Ja, genau, da gibt es doch bestimmt auch etliche Modelle, die mittlerweile auf irgendwelchen Plattformen sind. Komm auf fick18.com. Wie heißen die denn? Diese ganzen ekelhaften, ich kenne, Kalkofer. Mir wird immer vorgeschlagen, so irgendwie so. Das Facebook des Sexes oder sowas. Mhm. Das Fuckbook. Das heißt Facebook. Nee, es gibt das Fuckbook.com. Ja, ich meine, dann gibt es ja Tinder, Grindr. Ist das nicht auch irgendwie so ein... Meld dich mal auf Grindr an. Da war doch mal Conan. Der hat auch bei Grindr halt irgendwie... Freundschaften gesucht. Ja. Mit, wie heißt er nochmal? Ich will mal war's Casey Chris Affleck. Hart? Wie heißt nochmal der Bösewicht bei... Also der dann böse wird, der Sohn von dem... Ah, James Franco. Ja, und der Bruder war es. Dave Franco. Dave Franco und Conan, die haben doch halt irgendwie so ein Grindr-Date gehabt, oder? Ja. Erst haben sie mit Tinder, glaube ich, angefangen. Da hatte doch irgendwie Conan so ein Match mit so einer 72-Jährigen und dann hatte Dave auch das Match mit der und dann hat sie dann wieder Conan halt gecancelt, oder wie es das da ist heißt. Das Problem bei der Sharing Economy. Hast du noch so ein tolles Sharing-Modell, was du halt meinst, was man so... raushauen. Nee, ich habe meine letzte tolle Startup-Idee, mit der ich dachte, ich werde reich. Das ging auch tatsächlich um induktives Laden. Weil du hast ja so viele Sachen, wer mehr Sachen hat, die induktiv geladen werden können, wie moderne Smartphones oder eine Smartwatch. Oder eine Zahnbürste.
Genau. Ja, aber Zahnbürste fällt jetzt ein bisschen raus, weil du hast ja dann, wenn du eine Schlafzimmerleuchte hast, direkt neben dem Bett, die haben ja oft Füße, die induktiv laden können. Haben die das? Ja, wenn du auch bei IKEA. Also gibt's eine große Auswahl und du brauchst ja nur einen Metallfuß quasi. Hm. Was viele Schlafzimmerleuchten ja ohnehin schon hatten. Hm. So, und das. Und dann dachte ich, Mensch, meine große Idee, eine Firma, die heißt Plug and Play und verkauft Sexspielzeuge, die sich induktiv laden lassen. Gibt's aber schon. Ich wollte gerade sagen, ja. Also aber ein Dildo, den er auf irgendeiner Plattform einfach aufschmeißt, der sich selbst lädt, das würde ich. Zu spät jetzt, am Markt. Der Vibrator meine ich Dildos laden ja nicht. Ja. Ja, nee, aber super Moment. Also. Ja, im Moment. Ich diesen einen Moment, wo dein Auge bestimmt richtig aufgeleuchtet hat und da hast du bestimmt geteilt wieder, mit die Bitcoin-Zeichen in den Augen hast gehabt. Hast du das nicht mal in der Gruppe da Ja. Okay. Ja, ich habe Investoren gesucht. In der Gruppe. Ja, da sucht man gerne mal. Ja, aber ich meine, grundlegend würde ich sagen, sind wir schon für diese Sharing. Genau, aber es bedarf halt an vielen Stellen einfach stärkerer Kontrolle. Genau. Damit es halt nicht in irgendwelche so Billiglohnarbeit à la TaskRabbit oder Fiverr abdriftet. Oder Uber. Und ich halt meine, immer wenn halt irgendwie so eine Art Konzern dahinter hängt, ist halt Profit deren Fokus und nicht mal das Teilen. So. Ja, und dann da muss halt dann wirklich stärker kontrolliert werden und notfalls müssen dann halt auch einfach Verbote verhängt werden. Ja. Wir haben auch ein Sharing-Modell neben Werkzeuge. Wir teilen eine Kettlebell. Richtig. Haben wir uns gemeinsam gekauft. Ja, und wie es funktioniert. Wahnsinn. Ah. Ich habe die wir lange nicht mehr gesehen. Beide? Ja, wollen wir? Juhu. Wobei ich würde heute lieber laufen gehen, ehrlich gesagt. Okay. Es ist mir leid, ich habe mich immer so ein bisschen Rücken verspannt, als ich bei einem Umzug geholfen habe. Sagen wir im Umzug. Als Einzelmännchen. Ja. Ja. Die Nummer auf dem Billardtisch hat dir den ganzen Rücken aufgescheuert. Die Nummer 8. Das war, glaube ich, ein Zitat aus Bang Woo Bang. Hm. Ja. In diesem Sinne, irgendwelche letzten. Ja, vielleicht sagen wir noch kurz, wer wir sind. Wo man uns findet. Du bist Mike und ich bin Cold Sievers. Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with Pharaoh. Okay, also wir sind für Nüsse. Ihr findet uns als @fürnüssepod auf Twitter oder ihr schreibt uns eine Mail an. fürnüsse@gmail.com oder agiert auf fürnüssepod.com. Hast du gesagt agiert? Ja, agiert auf fürnüssepod. Agitiert auf fürnüssepod.com. Okay. Seid Teil der Revolution. Oder reagiert bei Fürnüsse mit Dirk und Klaus beim YouTube-Kanal als Kommentar. Oder Abonnementent. Abonnementent. Genau, oder abonniert uns auf iTunes oder Podcast Addict, überall, wo ihr eure RSS-Feeds bekommt. Und wenn ihr uns eine gute Bewertung hinterlassen könnt, das freut uns. Und wir glauben, das macht uns noch populärer, als wir ohnehin schon sind. Und hübscher. Genau. Und stellt euch einfach am Wochenende aufs Dach und schreit von den Dächern, dass man für Nüsse mit Dirk und Klaus hören soll. Genau. In diesem Sinne, senden wir euch das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Liebe. Geschlechtskrankheiten.